Endlich mal wieder Barcode und dazu herzlich willkommen. Wir sprechen über das, was in der Zeitung steht, vornehmlich aber über das, was da nicht drin steht. Und heute haben wir uns dafür eingeladen. Jasmin Kosubek, 7 Jahre war sie das Gesicht von RT Deutsch, dann kündigte sie und seit neuestem ist sie auch wieder mit ihrem eigenen Kanal vor der Kamera und demnächst auch mit einem eigenen Podcast bei Kontrafunk zu hören. Außerdem Nikolai Binner, das Enfant terrible der deutschen Comedy-Szene, wird vom Mainstream gemieden, aber ist dafür sehr erfolgreich auf Tour unterwegs. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Und ich begrüße auch Aaron Moorhoff. Auch er war Redakteur bei RT Deutsch und ist jetzt unter anderem bei uns tätig. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt geht's los. Also ich freue mich sehr, dass ihr den Weg hier zu uns gefunden habt. Jasmin, ich möchte dir gleich mal die Frage stellen, die du bestimmt ganz, ganz oft in letzter Zeit gehört hast. Wie oft musstest du dich denn dafür rechtfertigen, dass du bei RT Deutsch gearbeitet hast, dass du dein Gesicht für RT Deutsch sozusagen hergehalten hast? Gab es da viel Kritik im Nachhinein? Das würde mich natürlich brennend interessieren. Mhm, ja, klar, die Frage kommt oft. Und es gab nicht nur viel Kritik im Nachhinein, sondern auch viel Kritik, während ich dort war. Und ich habe ja angefangen, also nur um das mal ganz kurz abzuspulen, da war ich ja 27, gerade frisch geworden, bin nach Berlin gezogen, habe einen neuen Job gesucht, nachdem ich BWL und VWL studiert hatte, also so komplett Generalistin, nichts Besonderes, wirklich nicht. Und dann habe ich da diese Stellenausschreibung gesehen und bin da halt hin, Studioprobe, und habe mir gedacht, oh ja, das hört sich interessant an. Und komplett naiv zu RT Deutsch gegangen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, gebe ich ganz offen zu. Ohne Agenda, ohne Plan. Ich wurde auch nicht irgendwo ausgebildet oder so. Da gab es ja die wildesten Theorien über meine Person, weil ich eben keine medienwirksame Person vorher war und kam auch nicht von der Journalistenschule oder sowas. Und dann haben wir ein paar Probesendungen abgerissen und dann ging es online und dann prasselte diese Medienkritik über mich ein und es war richtig heftig, so 2 Wochen lang. Ich erzähle gerne, ich habe irgendwie jeden Tag vor und nach der Sendung geheult, weil das war echt heftig. Damals hatte Aaron noch nicht bei uns gearbeitet, das kam ja erst Jahre später, ne, beim fehlenden Part. Und ja, die Kritik hat eigentlich mich immer begleitet. Wobei ich auch sagen muss, es ist jetzt gar nicht so schlimm, die ganze Zeit also kritisiert zu werden. Ich glaube, was halt hart war, war natürlich, dass ich zum Beispiel jetzt nicht richtig vom Prompter ablesen konnte. Und mir war das ja sehr wohl bewusst. Und das hat eigentlich am meisten wehgetan. Also die Sache, wo sie recht hat. Nur ich sage, nein, sie haben ja recht, das stimmt ja alles. Und ich war auch noch nicht so versiert, was Politik und alles anging. Und das hat eigentlich am meisten wehgetan. Ich persönlich habe nie... Ich verstehe das natürlich jetzt alles besser, ich habe einfach nie verstanden, warum es so eine große Sache ist, für einen Russen zu arbeiten. Das, wenn man nicht aus so einer Journalistenschule kommt, versteht man diesen ganzen Medienzirkus nicht. Habe ich dann natürlich irgendwann kapiert. Man auch überrissen, ah, das soll man nicht ansprechen, ah, das ist kontrovers. Hatte ich doch keine Ahnung. War doch komplett naiv. Deswegen habe ich vieles erst im Laufe meiner Arbeit natürlich gelernt. So ein gewisses Vorbild gab es, aber ich glaube, du hast mir dann irgendwann mal erzählt, sie haben so eine Abby Martin damals gesucht. Genau, ne, also... Für The Missing Link, was ja quasi der Breaking fehlende the Part... Set. Breaking the Set. So hieß die Show von Abby Martin, ja, okay. Und sie war so das bekannteste Gesicht von RT America. Und sie hat auch wirklich eine tolle Show gemacht und sie wollten sowas natürlich haben. Dann sollte ich so werden wie Anissa Naui, dann sollte ich so werden wie... Und irgendwann hat mich das wahnsinnig aufgeregt, dass ich immer werden sollte wie irgendjemand anderes und ich nicht einfach die Dinge so machen konnte wie ich, weil ich hatte auch gar nichts, ich war auch gar nicht so aggressiv, sage ich mal, wie Abby Martin. Das ist gar nicht so meine Art. Und irgendwann hat man natürlich seinen eigenen Weg gefunden. Als ich dann den fehlenden Part selber produziert habe, hat sich das ja auch so ein bisschen gefunden alles und auch unser Team war ja klasse. Da hat Aaron dann auch bei uns gearbeitet, so in der letzten Hochzeit von der fehlende Part sozusagen. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Ja. Ich checke immer noch nicht, warum es kontrovers sein soll, für einen russischen Sender zu arbeiten. Also warum? Staatssender halt. Weil das halt, ja, und was mit ZDF und ARD? Ich meine, das sind genauso Staatssender. Ja, die machen einen auf, ja, wir sind Rundfunkgebühren finanziert und trotzdem sind es alles am Ende nur Nutten. Also ist Nutten des Staates halt. Also jetzt nicht im beleidigenden Sinne, sondern einfach nur im faktischen Sinne. So würde ich das natürlich nicht sagen, weil ich bin da ein bisschen diplomatischer unterwegs. So. Aber tatsächlich gebe ich dir insofern recht, dass es eigentlich gar nicht so besonders ist, für einen russischen Staatssender zu arbeiten. Es gibt viele Staatssender auf der Welt.
die Deutsche Welle ist ein deutscher Staatssender. Und da ist es so interessant, wenn ich das manchmal in so journalistischer Runde erzählt habe, dann sind alle so, nein, das wird doch genauso finanziert wie der Rundfunkbeitrag. Ich so, nein, das wird aus Steuerzahlergeld finanziert über das Außenministerium. Und die dann alle so, und dann gucken sie erstmal alle nach, ah, okay, das stimmt. Also deswegen, es ist, ich glaube, mir würde schon reichen, wenn Leute einfach anerkennen, dass es kein Unikat ist. Es ist nichts Besonderes. Man kann das immer noch kritisieren oder nicht gut finden, aber so zu tun, als sei das jetzt so was Außergewöhnliches, ist faktisch einfach falsch. Das Einzige, wo man die Regierung vielleicht in Schutz nehmen muss, was ich nicht oft mache, ist, dass ja tatsächlich kein Staatssender, egal von welchem Land, in Deutschland senden darf. Also da wurde nicht für keine Russland eine Ausnahme gemacht. Keine Sendelizenz für Live-Sendungen. Also keine Sendelizenz für Live-Sendungen. Das ist schon wichtig. Das sind so technische Details. Mhm. Ja, da hast du aber recht. Genau, weil das halt zusammenhängt natürlich wie immer Zweiter Weltkrieg, unsere Geschichte. Und dann hat man gesagt, einfach Staat und Rundfunk sind getrennt. Offiziell ja auch in unserem Land. Aber da kann man natürlich drüber streiten. Aber es hätte jetzt auch nicht Großbritannien oder Frankreich mit einem Live-Sender, der 24 Stunden sendet, auf Sendung gehen können. Da wurde also tatsächlich in dem Fall nicht speziell für Russland eine spezielle Gesetzgebung gemacht. Aber dass jetzt RT.de nicht mehr abrufbar ist, ist natürlich Zensur. Und ich glaube, das kann auch keiner bestreiten. Da ist es was anderes. Das geht ja sogar in andere Bereiche rein. Ich war neulich beim Kumpel und der hat so einen Hund, so einen russischen. Und er hat gemeint, die wollten sich noch so einholen. Und die haben den Züchter angerufen. Und die haben gesagt, die dürfen diese Hunderasse nicht nachzüchten, Alter, weil die russisch ist. Mhm. Und ich dachte, er will mich erst verarschen, aber es ist anscheinend. Also ja, ich hoffe, er hat mich nicht verarscht, weil es wäre krass peinlich, wenn ich das jetzt einfach so als Fakt hinstelle. da wusste ich, dass russische Hunde auch nicht mehr erlaubt sind. Aber nee, also scheinbar ist dem so. Und ich hoffe, naja, sie haben ja auch, aber das weiß ich, das ist Fakt. Vielleicht kennt man die Schweppes-Getränke-Geschmacksrichtung Russian Wildberry. Mhm. Und die heißt jetzt Original Wildberry. Und es ist halt auch so eine Sache, wo man sich denkt, okay, es ist halt so ein bisschen, weißt du, wenn man das hört und die meisten Menschen, wenn die das hören, denken sich alle so innerlich so ein bisschen, oh, muss das sein? So sind wir an diesem Punkt jetzt? Das ist eh, ich finde diese ganze, das ist eh so ein krasser Zirkus, weil ich frage mich so, warum regen sich überhaupt alle auf, dass die Ukraine angegriffen wird? Weil, pass auf, okay, ich weiß, jetzt ist es weird, aber ich meine, okay, Ukraine wird angegriffen und Leute sterben dort, aber seit wann interessiert uns sowas? Ich meine, guck mal, weißt du, Putin geht in die Ukraine, tötet Menschen, sterben und alle rasten aus. Ja, Obama bombt 7 Länder gleichzeitig ins Mittelalter und alle nur so, ja, ich glaube, wir sollten den Typen Friedensnobelpreis geben. So, das ist so die einzige Reaktion. So, weißt du, wenn weiße Leute bombardiert werden, dann flennen alle rum. Aber wenn braune Leute bombardiert werden, sagen alle so, yes, we can. Weißt du, das ist irgendwie, also ich verstehe nicht, warum sich alle dafür instrumentalisieren lassen. So, ja? Obama hat ja den Friedensnobelpreis vorher schon als Vorschusslorbeeren bekommen. Ja, ja. Okay. Ja, aber trotzdem, das stimmt, dieser Meinung Vergleich. Es kommt trotzdem komisch rüber, wenn man das so sagt. Aber der Vergleich, der hinkt natürlich überhaupt nicht. Ja? Also, es ist ich meine, keiner hat amerikanische Produkte boykottiert, als sie da Bomben und Drohnen. Ja. Ich meine, die haben im Kundus ein Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus in die Luft gejagt. Die haben Hochzeiten bombardiert, ja, mit ihren Drohnen und alle so. Waren Terroristen. Ja, nee, die sagen dann halt, ja, sind halt Kollateral. Das ist halt aus Versehen passiert, sagen die dann immer so. Ja, die so Skandale machen die einfach so, ja, sorry, scheiße gelaufen, wir haben halt jetzt ein Krankenhaus bombardiert. Der asoziale Terrorist musste sich halt auch eine Hochzeit verstecken. Ich schwöre dir, würde morgen Putin ein Krankenhaus bombardieren, ja, dann würde auf russisch Brot nicht mehr russisch, sondern Brot stehen, Alter. Und das ist eh schon passiert, also von daher. Ja, russische Zupftorte ist ja auch schon dann umbenannt worden, habe ich auch alles gesehen. Wobei dieser, was es mal hieß, dass es so einen Russenhass gibt und sowas, ich glaube, es hat sich ein bisschen entspannt, oder sind wir mal ehrlich? Also ich glaube, man muss nicht um sein Leben fürchten, wenn man ein russisches Lokal hat in Deutschland. Da gab es Vorfälle. Nur um seine Fälle. Das ist eher zivilgesellschaftlich. Sowas wird ja nicht von Staat und Politik vorgegeben. Ja, aber alleine wenn du jetzt zum Beispiel das mal vergleichst mit amerikanischen Vorgehen im Irak oder wie auch immer oder alleine nur die Tatsache erwähnst, im Übrigen war das damals eine Lüge mit den Massenvernichtungswaffen, das weiß sogar die ganze Welt, dann wird dir da aber selbst schon Verharmlosung russischer Kriegsverbrechen unterstellen. Oder whataboutism ist eigentlich das Lieblingsargument, also dass du quasi, but what about den Irak oder sowas. Ja. Und tatsächlich, ich war ja eingeladen vor ein paar Monaten bei Servus TV und da habe ich auch diesen Punkt, also einfach erwähnt, ja. Mhm. Und klar, ich habe die Frage vielleicht nicht pointiert genug ausgearbeitet, muss ich zugeben. Und so richtig eine Antwort darauf habe ich einfach nicht bekommen. Weil
Es ging für mich gar nicht anders, als auch diese Frage zu stellen. Wir haben so viel Krieg gesehen, auch in meiner Lebzeit, ja, in den über 30 Jahren. Und jetzt findet Krieg statt, zugegeben, in der Nähe. Ja, also es sind 1000 Meilen oder 1600 Kilometer oder sowas. Es ist nicht weit weg. Ich verstehe das alles. Und auch, dass einfach alles irgendwie ein bisschen näher ist. Aber spätestens durch die Migrationskrise haben wir doch auch gemerkt, dass das alles nicht so weit weg ist. Und deswegen tue ich mich auch schwer damit, mit dieser hyperemotionalen Reaktion, die man gesehen hat, da Februar und März, ich habe das auch gespürt, ja, ich war auch so ein bisschen, ich war sehr überrascht über diese ganze, über alles, was sich da entwickelt hat. Und trotzdem frage ich mich auch, was ist jetzt da so anders als in den anderen Kriegen, die wir gesehen haben? Medien halt. Einfach. Was mir sofort kommt, ist hier Whataboutism, wenn man das nicht mehr machen dürfte, das würde ja eigentlich heißen, man darf nichts mehr vergleichen. Und das ist ja ziemlich krass, weil ja, Whataboutism ist für mich auch wieder nur so ein Kampfbegriff, der macht jetzt Whataboutism. Ah, okay, dann darf ich mit nichts vergleichen. Dann man kann alles miteinander vergleichen. Man darf nicht alles miteinander gleichsetzen. Aber diesen Unterschied scheint ja die wenigsten irgendwie überhaupt zu verinnerlichen. Ja, vergleichen kannst du alles miteinander. Äpfel mit Birnen kannst du miteinander vergleichen. Ja, ob es Sinn macht, ist dann die andere Frage. Ob der Vergleich stimmt oder nicht, ist dann die andere Frage. Das muss eben der Rezipient beurteilen. Aber ich habe eine Frage. Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Und zwar, ich habe ja auch ein Video gemacht über die Ukraine. Und ja, ich würde jetzt wahrscheinlich einige Sachen anders sagen in dem Video. Das ist meistens so. Das war so, unmittelbar nach Kriegsausbruch. Nicht ganz, aber auf jeden Fall ziemlich unmittelbar. Und es war auch so, es ist auch so wahnsinnig schwierig. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, natürlich gibt es eine Vorgeschichte. Und dann gleichzeitig habe ich mir, oder mittlerweile habe ich mir überlegt, es gibt ja bei jedem Krieg eine Vorgeschichte. Verstehst du? Deswegen haben wir dann auch gedacht, okay, wenn wir uns jetzt Syrien oder den Irak und Afghanistan und so angucken, du kannst halt auch irgendwie Sachen erklären. Und da habe ich mich auch gefragt, habe ich das dann irgendwie auch nur relativiert oder verharmlost? Weil jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Aber bei der Ukraine legen wir so viel Wert auf diese Vorgeschichte. Und bei Syrien oder bei dem Irak eben nicht. Aber Wert auf die Vorgeschichte legen ja eher die russische Seite, die das ja immer wieder betont. Genau. Und weil ich ja eben auch aus dieser Bubble irgendwie komme, habe ich natürlich diese Vorgeschichte auch so wahrgenommen. Ich habe das ja auch so gesehen und habe mich dann aber später auch hinterfragt und mir gesagt, wenn ich da das so anerkenne, dass das alles eine Vorgeschichte hat, wieso sieht man das dann bei den anderen Kriegen nicht auch so? Also habe ich mich nur selber gefragt. Ne? Was ich auch krass fand, war eine der ersten Male, dass ich beobachten konnte, dass sich alle Parteien, die im Bundestag sitzen, bei einer Frage einig waren. Also man hat dann ab dem 24. Februar ja so die sozialen Netzwerke und die öffentlichen Stellungnahmen ein bisschen verfolgt und dass die Ampel und die CDU da irgendwie ganz klar diesen Angriffskrieg verurteilen, war klar. Interessant war dann, fand ich, was die Linke und die AfD sagt, und es war halt auch ganz klar verurteilend und mit einer Stimme gesprochen. Und da habe ich schon auch gemerkt, so kann man sagen, ist klar, aber fand ich doch auch irgendwie so eine Zäsur, dass man wirklich merkt, wow, hier steht wirklich ein Land, eine Gesellschaft ganz klar gegen was. Und da ist man extremer Outsider, wenn man da jetzt noch irgendwie versucht zu verharmlosen oder zu relativieren. Und irgendwo auch zu Recht. Ja, für mich war es ja auch mit ein Grund, warum ich irgendwie nicht mehr ganz dahinter stehen konnte, für ein russisches Staatsmedium zu arbeiten. Ja. Du warst noch bei RT angestellt. Ja, genau. Es war quasi so dieser Running Gag, den man sich so im Flur erzählt hat. Ja, klar, die Russen werden auf jeden Fall in die Ukraine einfallen. Ist ja total logisch, dass wir morgen irgendwie die Invasion starten. Und was Tage vorher ja schon auf Spiegel so berichtet wurde. Genau, und wie so oft... Da gab es die Memes, ne? Ja, genau. Ja. Wie so oft hatte man das Gefühl, es ist halt so eine NATO-US-Propaganda. Und es wird einfach nicht passieren. Putin ist nicht so blöd, Putin ist nicht so dumm und so weiter. Und tatsächlich, es war für mich völlig undenkbar. Völlig undenkbar. Und an dem einen Morgen... wie so oft checkt man irgendwie morgendlich seine zwei, drei Newspages und ich sehe halt nur so Ukraine under attack sozusagen, und Bild hatte schon dann so richtig eindrücklich, ich werde dieses Bild nie aus dem Kopf bekommen, so über Kiew war halt einfach so ein Explosionssymbol. Und da dachte ich schon so, wow, scheiße, es ist wirklich passiert. Das ist ein richtig großes Desaster. Was sich später als Explosion einer Feuerwerksfabrik in China von 2018 entpuppt hat. Meinst du dieses Bild? Ich wollte gerade sagen, das war alles das. Es gab extrem viele Fake News. Ich rede von so einer Karte, so eine Kartenabbildung von der Ukraine. Und da war so ein Feuersymbol von den drei, vier Städten, die ja tatsächlich wahrscheinlich nicht hart oder schwer bombardiert wurden, nicht mit extrem vielen zivilen Opfern. Aber ich weiß es ja auch von meiner Freundin, die ist an dem Morgen mit Sirene und ersten Bombeneinschlägen in Kiew aufgewacht. Also das ist definitiv passiert. Was die da für strategische Stützpunkte irgendwie angegriffen haben an dem Morgen, weiß ich nicht genau. Wusstet ihr, dass für die WM in Katar bis jetzt schon mehr Gastarbeiter gestorben sind als im Ukraine-Krieg?
Das sind Tausende. Ne? Das sind, ich glaube, 15.000 habe ich auch im Kopf. Oder 20.000. Na gut, offizielle Zahlen aus der Ukraine, da wäre ich sowieso vorsichtig, wenn man beide Seiten okay. melden. Aber ja, ich meine, keine Sau interessiert das. Das wird nirgendwo gesendet. Doch, ich habe mal vor 3 Jahren eine Doku gesehen. Ach, da waren schon 12.000. Okay, vor 3 Jahren eine Doku, alles klar. Aber ich meine, das zeigt es doch wieder. Das ist genauso wie mit diesem Corona-Bullshit und jetzt halt das. Es wird einfach so extrem. Das heißt ja nicht, dass man nicht darüber berichten soll, natürlich, aber die Art und Weise, wie das, wie einfach nur so diese Lupe da drauf gelegt wird, ja, und dann steigst du in Hannover am Hauptbahnhof aus und alle rennen rum mit FFP2-Maske und Ukraine-Flagge. Ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, würde Putin morgen so eine gigantische Kackwurst angreifen, hätten alle so einen Scheißhaufen auf einer Flagge. Ich schwöre euch, ich meine es nicht, und nicht um das zu verharmlosen oder so. Ist natürlich beschissen, aber am Ende des Tages habe ich das Gefühl, du kannst den Leuten einfach mittlerweile einfach irgendwas einprogrammieren, weißt du, folgen halt. Das ist doch so langweilig. Ich finde es einfach langweilig mittlerweile. Ich habe mich eine Weile drüber aufgeregt. Mittlerweile finde ich es einfach nur langweilig, weil ich mir denke, ey, ihr seid so berechenbar. Es ist einfach so, ey, Bro, bin ich hier alleine unterwegs? Ich laufe manchmal rum, ich sehe Leute, ich habe das Gefühl, es ist einfach nur so programmierte Biomasse. Die laufen rum, hier Latte Macchiato arbeiten, hier Ukraine, FFP2-Maske. Bro, wer seid ihr überhaupt? Ist da irgendein Mensch dahinter? So sorry. Nikolai, du bist Comedian, wie man jetzt auch gerade merkt. Ja, wenn du brauchst ein Stichwort und legst los. Und ich hatte eingangs gesagt, du wirst vom Mainstream gemieden. Ja. Liegt das eben daran, dass du, du machst ja im Prinzip das, was man von einem Comedian erwartet. Ja, Dinge auf den Punkt bringen, überspitzen. Ja, keiner erwartet von dir jetzt eine redaktionelle Vorbereitung. Lisa Fitz ist das ja auch um die Ohren geflogen. Gibt's da konkrete Gründe, warum du sozusagen im Mainstream nicht vorhanden bist, aber ja doch sehr erfolgreich auf Tour unterwegs bist? Also du scheinst ja trotzdem die Hallen zu füllen. Ja, erstmal, der Mainstream ist halt, glaube ich, nicht sonderlich intelligent. Deswegen bin ich da, glaube ich, halt auch nicht so, oder werde zumindest halt bekämpft unter anderem, weil ich glaube, die Leute wollen sich gar nicht mit dem wirklich auseinandersetzen, was ich da mache. Und die sagen dann halt einfach, okay, das war einfach ein Nazi. Und das war es dann halt. Das ist halt einfach. Kommt diese Keule bei dir, ja? Ja, ja. Also das ist halt das Problem, auch wenn du Nikolai Binder googelst, kommt als erstes dieser Taz-Artikel, wo sie halt gesagt haben, so, ich bin Comedian der neuen Rechten. Ja, ja. Wo ich mir halt denke, so, ey, der Typ, der den Artikel geschrieben hat, der weiß auch, dass ich im Regenwald gelebt habe und so bei Amazonas-Schamanen. So. Was glaubt der, was ich da gemacht habe? Ne? Was war denn die Begründung? Also wie haben sie das hergeleitet? Da, komplett, nicht mal wirklich begründet. Also es war keine richtige Begründung da. Es war immer nur so fadenscheinige Herleitung. Ja, er spielt Neurechten in den Händen so, und so, okay. Aber nicht so wirklich an irgendwas festgemacht. Mhm. Ne? Und und ich glaube, viele Leute lassen sich halt immer noch von irgendwelchen Artikeln, die irgendjemand schreibt, weil sie sehen halt Taz und die sagen, okay, ich schon mal gehört, dann stimmt das. Ne? Dann ist er wohl ein Nazi, weil ich meine, ja. Und warum das trotzdem Erfolg hat, ist, weil es halt auch viele Leute gibt, die, glaube ich, halt weil es bei Google halt auch ganz oben steht, wenn man nach dir googelt. Ist bei uns auch so. Google nach Nuviso kommt unter den ersten 4 Beiträgen Taz-Artikel mit dem Titel Mal nach dem Rechten schauen. Wer liest denn nicht die Taz? Ganz ehrlich, Taz, das war früher meine ernstzunehmende Zeitung. Das ist mittlerweile nur noch so eine Bravo für Lifestyle-Linke geworden. Alter. Ich würde auch mal gerne noch mal auf den Taz-Artikel zu sprechen kommen, weil ich finde, der ist auf jeden Fall noch eine zweite Betrachtung wert. Ich habe ihn mir jetzt auch noch mal gegeben, weil ich auch dein Podcast übrigens feiere ich übertrieben. Ja, Namaste, Bitch. Lohnt sich extrem, richtig gut. Gunnar Kaiser zuletzt zu Gast, Snicklink. Ja. Und Spaß gemacht, ja. Ja, der Taz-Artikel, weil du den da auch irgendwann mal erwähnt hast in den letzten Folgen, dann habe ich geschaut, okay, was steht denn da genau drin? Der ist wirklich ein Paradebeispiel für dieses Framing, für Cancel Culture und sowas. Ich glaube, den kann man hoffentlich in 50 Jahren irgendwie mal rauskramen, um irgendwie in Lehrbüchern demonstrativ so aufzuzeigen, wie das damals funktioniert hat, weil es halt wirklich, ich erinnere mich auch gerade noch so grob, wie die das halt herleiten, also die sagen halt so, ja, Joe Rogan irgendwie so neue Rechte, dann so Gavin McGinnis, diese Alt-Right, die halt auch da zu Gast hat und im Endeffekt ist es halt, am Ende steht kein Fakt, sondern halt nur so, Stempeln und ja, etikettieren. Ja, vor allem Joe Rogan hat auch Bernie Sanders reden lassen und hat sogar, glaube ich, gesagt, dass er für ihn wählen würde, wo so ich mir denke, Leute. Hä, ihr habt so literally die Galionsfigur der Democrats da und wollt dem Typ sagen, dass er der Alt-Right-Community, so er
würde selber sagen, dass er ein Liberal ist. Es ist so langweilig. Deswegen, ich kann mich halt schwer mittlerweile darüber aufregen, weil es halt auch irgendwie so dumm ist und auch so inflationär passiert, dass ich mir denke, wenn alle Nazi sind, ist doch keiner mehr. Genau, dann mach doch einfach. Ja. Mach doch eure hier, Nazi da. Das wird mittlerweile eh so verteilt, als wären es Payback-Punkte. Deswegen, das ist einfach so. Aber liegt nicht genau darin eine Gefahr? Weil eigentlich ist ja genau das eine Verwässerung dieses Begriffs. Ja. Wenn jetzt jeder Nazi ist, was ist denn dann? Dann ist ja eigentlich, Deutschland hält das ja immer hoch, das Gedenken, nie wieder und so weiter. Aber indem man das durch dieses Framing ja total verwässert, indem jetzt jeder Nazi ist, ist ja Nazi gar nichts Schlimmes mehr. Das ist ja im Umkehrschluss das, was psychologisch dann auch passiert. Das Ding ist so, ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Nazis gibt es noch in Deutschland? Ich meine jetzt Nazis. Sind Nazis echt so ein Problem? Wir reden immer den ganzen Tag von Rassismus und Nazis und so. Yo, ich meine, klar, ich bin weiß, deswegen werde ich nicht so viel mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert, logischerweise. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich keine Migrantenfreunde habe, ja? Und ey, ich habe in den 30 Jahren, wo ich hier lebe, einen, und ich komme vom Dorf, Alter, ich habe einen Typ kennengelernt, wo ich sagen würde, der hat mal einen Hitlergruß gemacht, so, und ich weiß nicht, ob der den ironisch gemeint hat, sondern ich glaube, der ist schon so ein bisschen krass. So, ja, und ich bin auf dem Kaff aufgewachsen und da findest du eigentlich noch eher so die Rechten oder Rechtsextremen oder Nazis. Und ich frage mich, wie viele Nazis gibt es denn? Ja, es wird so aufgebaut, immer so, als würden so, ach, diese Nazis und dieses Heer an Alltagsrassismus. Ey, Bro, wirklich baust du es vielleicht auch einfach nur auf? Weil ganz ehrlich, wie viele Nazis kennt ihr? Oder wie viele Leute habt ihr mal kennengelernt? Lass mal überlegen. Geht mir aber auch so, also wenn ich an Nazis denke, dann muss ich ganz weit zurück an die ein, zwei Begegnungen, die ich so in meinem schwäbischen Kaff irgendwie mal hatte. Wo Leute dann wirklich auch so gesagt haben, ich wähle NPD und so. Und ich habe nämlich auch das Gefühl, es gibt ja so eine Gegenbewegung auch so von Ausländern oder von Schwulen, die diese LGBTQ-Kacke oder diesen über alles Alltagsrassismus, ich meine, solche Kanäle wie Achse Ost-West so, der irgendwie halt ultra krass darüber aufklären will, dass er einfach in Dresden keinen Alltagsrassismus erfährt und das einfach auch jeden Tag sagt, die zwei, drei Vorfälle, die es in den letzten 5 Jahren gab, so, da stehe ich auch irgendwo drüber. So. Wo ist denn da das Empowerment, dieses Schlagwort, was ich irgendwie auch habe, mich da selber wehren zu dürfen und dann nicht irgendwie so beschützt werden muss von den Democrats, weißt du, so, von den Liberals. Ja. Ja, das ist das Ding. Also in Ostdeutschland vor 20 bis 30 Jahren war das schon ein Problem. Ja, aber das ist heute eben auch komplett anders. Ja, heute wird das Thema komplett missbraucht für Framing. Ja. Völlig klar. Ich meine, Nazis hätten auch echt eine sehr schwierige Zeit mittlerweile, so in Zeiten der Globalisierung, überall ist keiner, also ich meine, du musst echt, das ist ja echt ein Dauerjob, wenn du jetzt Nazi bist, so, du musst ist ja echt, anstrengend, ne? Digga, du kannst ja nicht mal zum Bäcker gehen, das ist ja echt einfach nur so, ey, Bro, scheiße, schon wieder ein Inder, was los? Weißt du, gut, wobei, ich habe noch nie einen Inder beim Bäcker gesehen, jetzt wo ich drüber rede, aber eigentlich. Ihr wisst, was ich meine, hey, warum sind Inder keine Bäcker, was los mit euch? Auf jeden Fall, du hast ja überall mittlerweile, überall Leute von überall her. Man darf überall. Ausländer sagen, ist ja, nicht so schlimm. Ja, genau. Und das Wort ist ganz normal. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich benutze absichtlich das Wort Ausländer, weil das hatte so eine negative Konnotation in Deutschland. Es triggert ne? schon fast. Es triggert tatsächlich, ja. Aha. Und ich mache das absichtlich, weil das ist überhaupt nichts Schlimmes, ein Ausländer zu sein. Ich verstehe das gar nicht. Meine Mutter ist ja Brasilianerin und die wohnt ja jetzt schon seitdem ich auf der Welt bin, auch in Deutschland. Und also mit meinem Vater verheiratet, er ist Deutscher. Und klar, damals, sie ist ja braun, und damals auf dem Dorf als braune Frau war schon noch ein bisschen anders. Vor allem so mit 2 Kindern, weißt du, eins im Kinderwagen, da wurdest du schon mal schräg angeguckt. Das hat sie auch so bestätigt. Aber wir reden hier von Ende der 80er, 90er Jahre. Ja? Aber ich habe meine Mutter auch gefragt, ob sie Angst hat vor Nazis in Deutschland. Sie so, was reden? Weißt du, sie hat gar nicht verstanden, was ich überhaupt meine. Ja? Die macht halt so ihr Ding. Aber muss auch dazu sagen, Brasilianer sind natürlich da so ein bisschen so, die leben halt. Ne? Ja, also die machen sich nicht so viel Gedanken über solche Sachen. Vor allem sind die viel zu sexy. Um sie wegen ihrer Hautfarbe zu hassen. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, man hat als braune Person auch ein bisschen so einen Exotenstatus und das könnte heutzutage auch wieder so als eine gewisse Mikroaggression ausgelegt werden. Also wenn ich jetzt so diesen ganzen Themenbereich, so Alltagsrassismus und so weiter mir angucke, ich glaube, das würde man dann so interpretieren. Ne? Also auch dieses Asian Fever, kennt ihr das? Na, wenn jemand so einen Fetisch hat für asiatische Frauen, das wird ja auch so als... Yellow Fever, sorry. Also, weil es ist ja ein Fetisch. Ja. Und darüber wird natürlich auch geredet. Aber ich frage mich halt, wie das wirklich ist, wenn du jetzt mal asiatische Frau bist in einer weißen Becker Gesellschaft. Boris Becker hatte ein leichtes Fable. Und wie das dann tatsächlich ist, wenn du immer fetischisiert wirst von Männern in der Gesellschaft. Ich stelle mir das schon ein bisschen anstrengend vor.
Also okay, ich bin hier in der Männerrunde, da denken sich so, ja, was ist das Problem? Ne? Ja. Ich stelle mir das anstrengend vor. Ja. Es gibt auch dieses Phänomen, dass man in Deutschland irgendwie so ganz vorsichtig ist, ob man jemanden fragt, so, wo jemand herkommt. Und das ist ja zum Beispiel, wir waren alle, glaube ich, schon mal in den Staaten, ne, mit diesem, wow, you're from Germany, oh my God. Und dann bist du voll der Mittelpunkt und dann ist das voll interessant. Und hier darf man das irgendwie immer nie so, einerseits muss es interessant sein und exotisch und schützenswert und Minderheit, aber dann soll man wieder gar nicht so viel fragen, weil so, ach, wie ist es denn bei dir, ist dann schon wieder eine asoziale Frage. Ich habe dann mir irgendwann mal angewohnt, immer zu sagen, was sind denn deine Wurzeln? Weil das ist doch weniger als dieses, wo kommst du denn her? Und irgendwie macht man es halt immer falsch, wenn man einfach nur Interesse hat. Wie soll man es denn so? Einfach einen Fick drauf geben, trotzdem machen. Ja. Ganz ehrlich, ich frage die Leute, wo kommst du her? Und wenn die mir sagen wollen, ja, aus Deutschland, sage ich, nein, ursprünglich, ich freue nicht. Und ich sage dann auch gleich, und ich werde dich so lange fragen, bis du mir sagst, wo deine Eltern oder deine Ur... Also, ganz ehrlich, wenn da... So, wenn da jemand dann mit der Rassismuskeule kommt, dann sollen die halt weiterziehen, weißt du, das ist ja nicht mein Problem so. Und ich habe auch, du bist das einfach, also einfach machen. Ist euch das schon mal passiert, dass jemand sich daran gestört hat? Mir tatsächlich nicht. Ich hatte das mal auf einer Kombi. Es gibt auf jeden Fall so Funkkanal-Leute, so irgendwie, die halt so braun sind und die sagen dann halt so, wo kommst du denn her? Und dann sagen die, aus Köln, warum? Und dann sagst du, und dann denkst du halt so, ja, jetzt lässt du mich halt voll auflaufen. Ich verstehe, dass du aus Deutschland bist, aber offensichtlich, wenn ich dich frage, ist halt so, man kann ja auch nicht verleugnen, dass man es halt sieht. So. Identität ist halt dieses Thema. Einerseits soll man es irgendwie ganz ignorieren und andererseits ist es das entscheidende Merkmal. Wir sind alle irgendwie Frau, Mann, Groß, Klein, Schwarz, Weiß. Klar. Und das umgibt uns. Also, ja. Ich meine, geh mal nach, als Weißer nach Südamerika oder sonst wohin. Du wirst 30.000 Mal pro Tag gefragt, wo du herkommst. Egal, ob du jetzt Sri Lanka bist oder Peru oder sonst wo. Leute wollen das wissen. Und es ist ja auch logisch, man, du siehst halt anders aus. Ist doch natürlich so, du siehst anders aus. So, hey, geil, wo kommst du her? Interesse halt, ne? Und wenn dann in Deutschland jemand kommt, dann denke ich, ja, dann heul doch und fick dich, dann ist das Gespräch vorbei. Das ist auch immer so krass, wenn man irgendwie so, wenn Kinder schauen halt, wenn in einem weißen Bus ein Schwarzer einsteigt, dann gucken Kinder manchmal noch so voll offensichtlich und starren halt irgendwie. Und es ist doch logisch, dass in Afrika wäre es das Gleiche, wenn ein Weißer einsteigt. So, das ist doch vollkommen normal, dass das Exotische einfach immer das Besondere ist, was auffällt. Ja, Mann. Und so, das ist, glaube ich, schon eine Grundannahme, die manche nicht teilen würden, was ich komisch finde. Ja, ist komisch, aber ist halt die Zeit, Digga. Wir leben in einer komischen Zeit. Ja, es ist eine komische Zeit, ja. Auf jeden Fall. Hat man auf jeden Fall festgestellt, so über die letzten paar Jahre. Ihr beide, ihr seid demnächst mit einem Podcast wieder auf Sendung bei Kontrafunk. Genau. Erzählt mal. Ja, also Kontrafunk ist ein Radioprojekt von Burkhard Müller-Ulrich, den die meisten kennen und schätzen, von dem Indubio-Podcast. Mittlerweile hat er seinen eigenen Kontrafunk-Podcast. Ich glaube, macht er zweimal die Woche? Ja, so ungefähr. Zweimal die Woche. Und er hat es tatsächlich geschafft, einen unabhängigen Radiosender auf die Füße zu stellen mit Komplettfinanzierung. Wirklich Hut ab. Weil ich weiß, dass viele Leute versuchen, sowas zu kreieren und es funktioniert nicht und er hat es geschafft. Und Aaron und ich haben eine Sendung, die wird montagabends laufen um 20 Uhr. Es heißt Die Beichte. Und das Konzept, also eigentlich kann man sich das ja schon vorstellen. Ne? Also wir beichten bestimmte Sachen, die uns aufgefallen sind. Das können politische Sachen sein, gesellschaftliche Sachen, auch persönliche Sachen, die manchmal vielleicht auch konträr zu dieser liberalen, konservativen Bubble irgendwie sind. Weil Kontrafunk ist natürlich so liberal-konservativ, also ich denke mal von der Ausrichtung her. Mhm. Aber es gibt halt auch bestimmte Sachen, wo wir auch beide sagen, ja, wir sind da ziemlich liberal irgendwie. Vor allem so soziale Themen würde ich sagen, dass Aaron und ich da schon ziemlich so offen sind und gar nicht so konservativ. Ne? Als jetzt zum Beispiel Burkhard Müller-Ulrich. Zum Beispiel. Ja. Ne? Und das ist aber auch überhaupt gar nicht shady oder so gemeint, sondern es gibt halt auch innerhalb dieser, ich nenne es jetzt mal oppositionellen Gruppierung, auch super unterschiedliche Meinungen. Und ich denke, es ist auch gut, dass man die zulässt. Ich finde das so komisch, dass auch manchmal in dieser Schwurbler-Welt oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sich die Leute da so bekämpfen, wenn einer mal eine andere Meinung hat. Warum als hast du dich andere zu mir gedreht, als die Schwurbler-Welt gesagt hast? Ich weiß nicht. Du sagst Schwurbler-Welt. Augenzwinkern. Wir sind ja alle irgendwie von außen gehören wir ja alle irgendwie in diese Schwurbler-Bubble und haben aber sicherlich über ganz viele verschiedene Themen andere Ansichten. Und ich finde es komisch, dass auch da so Kämpfe entstehen, wo ich mir denke, man, ihr kritisiert das bei den anderen, aber irgendwie innerhalb eurer eigenen Gruppierung habt ihr auch ein Problem damit. Der Witz ist ja, dass diese alternative Bubble viel pluralistischer aufgestellt ist. Weil wenn man noch in so Begriffen wie links oder rechts oder eben konservativ bis was weiß ich da, egal wie man es nennt,
das ist ja ein viel breiteres Feld, ein sehr breites Spektrum innerhalb dieser Alternativen. Du hast es als oppositionelle Medien bezeichnet. Ich würde gar nicht sagen, dass alle oppositionell sind. Nun, Wieso zum Beispiel sehe ich gar nicht als oppositionell, sondern tatsächlich eher als was Alternatives und Freies. Aber dieser Krieg in der Schwurbelszene, ja, der ist natürlich sehr markant, der macht auch viel kaputt, treibt auf der anderen Seite aber auch wieder viel an. Mhm. Es trennt sich überall da die Spreu vom Weizen, ja, wo es eben notwendig ist. Und das formiert sich dadurch auch. Also wo ich, und ich mache das ja schon relativ lange, am Anfang wirklich sagen musste, das waren halt so einzelne Pilze, ganz Anfang einzelne Personen, die halt irgendwie aktiv geworden sind, als es überhaupt sowas wie YouTube gab oder Internet. Und mittlerweile ist das tatsächlich eine alternative Medienlandschaft, wo du genau wie beim Mainstream eben schon verschiedene Ideologien auch in den unterschiedlichen Redaktionen hast. Ja, wo du dann eben von der Jungen Welt über den Taz bis zur Jungen Freiheit da eben hast du im alternativen Spektrum heute viel mehr Pluralismus als im Einheitsbrei Mainstream. Weil ob da Partei oder egal welches Mainstream-Medium, es ist ja tatsächlich ein Einheitsbrei, weil in den Grundfragen ist man dort sich eben einig. Und im alternativen Bereich eben nicht. Ja, da streitet man ganz böse drüber. Wobei mir da eben auch die Streitkultur tierisch auf die Ketten geht, weil da gibt es gar keine. Ja, also so, da wo eben im Mainstream schon die anständige Debatte völlig fehlt, dass man eben überhaupt gar keinen mehr einlädt, der eine andere Meinung hat, sondern da bestätigt man sich ja wirklich gegenseitig und streitet sich dann bei Lanz um die Details, um die unwichtigen Details, ja, um noch irgendwie so Diskussionen vorzutäuschen, ist ja im alternativen Bereich wirklich die Debatte ohne Tabu im vollen Gange. Ja, und das ist gut. Aber da ist halt gerade so viel Hitze auch dabei durch Corona und durch den Krieg und so weiter, dass das natürlich nach außen hin erstmal so das Bild macht von einem Idiotenhaufen, ja, der sich nicht einig wird. Aber da formiert sich extrem viel. Ich glaube auch, dass es uns irgendwie schon lange ein Anliegen, um mal klarzumachen, so diese Bubble ist gar keine Bubble mehr und gar nicht so klein, sondern diese oppositionelle Gruppierung oder diese Gegenkultur ist mittlerweile so relevant, die wird auch wahrgenommen. Also ja, genau. Ich weiß, dass diese ganzen Weltredakteure auch teilweise echt Sympathien haben. Das merkt man auf Twitter. Argo Nerd ist zum Beispiel auch wieder so ein Bindeglied. Der ist jetzt auch bei Kontrafunk im Boot. Ich weiß, dass der mit der Welt auch schon Interviews gegeben hat. Das ist dann irgendwie, da vermischt sich das viel mehr. Mhm. Und ich weiß, dass irgendwie diese ganzen Funk- und ARD-ZDF-Redakteure teilweise KenFM und Nuviso schauen, weil du ja weißt, dass sie die ganze Zeit darüber schreiben und sich daran festbeißen. Das heißt, der Einfluss und die Relevanz ist lange da. Und da ist man ja nicht im Promillebereich irgendwie von Leuten, die das in Deutschland interessiert und schauen. Und ja, vielleicht tut es auch ganz gut, da so ein bisschen selbstbewusster zu werden, oder? Ja, das ist eh dämlich, das so Schwurbler-Dings zu nennen oder ich, auch Widerstand. Voll viele Leute sagen so, ja, ich bin im Widerstand. Nee, wo ich mir denke, hä? Nein, Mann. Ich bin einfach nur kein Honk. So, ich bin nicht im Widerstand, sondern die Leute, die hier die ganze Zeit Lockdowns wollen und die auf jeden Scheiß anspringen, der ihnen im Fernsehen gezeigt wird und deswegen die ganze Zeit wollen, dass wir so eine kranke Dystopie mit irgendwelchen QR-Codes haben wollen. Mhm. Die sind doch im Widerstand, Alter. Bis jetzt war es doch alles die ganze Zeit alles eigentlich relativ fein, okay? Ich meine, zumindest bei uns. Und jetzt wollen die auf einmal so eine neue Welt aufbauen, weil die sind im Widerstand gegen das Leben. Deswegen, ich sehe das gar nicht so, dass ich im Widerstand gegen irgendwas bin, sondern diese ganzen Leute da draußen, die mit den Dingern hier rumrennen und am liebsten hier einen QR-Code auf der Stirn hätten, die sind doch im Widerstand. Ich bin kein Widerstand, ich bin einfach nur nicht komplett, ich habe einfach nur nicht diesen Krümel gefressen, den man mir da hingeworfen hat. So. Also so sehe ich das. Also ich halte mich Ich hatte auch schon immer mal diese Überlegung oder das mal so durchgespielt, wenn irgendwie ein Monat vor März 2020 die AfD irgendwie die absolute Mehrheit bei einer Bundestagswahl geholt hätte und dann alles passiert wäre, chronologisch, was dann passiert ist, da hätten wir eine Revolution in Deutschland gehabt von wegen hier Nazi-Übernahme, Faschismus und so weiter. Weil dann hätten alle gesehen, wow, das ist eine viel zu krasse Umwälzung unserer Gesellschaft. Es gibt viel zu viele Einschränkungen von Freiheit und Bürgerrechten und what the fuck, ich komme nicht mehr in den Laden rein. Überall auf der Welt so stattgefunden. Genau, aber sozusagen, weil wir sind ja extrem vorgeframed durch dieses eine Gefahr von Freiheit und für Freiheit und Bürgerrechte kann nur von Rechts und Faschismus und sowas ausgehen. Und teilweise benennen wir die Dinge ja auch, dass sie zum Teil faschistoid anmuten, aber halt sozusagen mit dem falschen Framing, weil von denen kann es nicht faschistoid sein. Von ja, das denen, sind halt der Antifaschisten. Ja, genau, weil es Antifaschisten sind und diese Umdrehung ist halt, funktioniert halt immer wieder. Also ich glaube, eine der mächtigsten Begriffe ist immer noch halt dieses Rechts-Links-Ding, weil damit willst du nicht behaftet werden.
du willst kein Nazi sein und man will irgendwie gefallen, ja? Man will gemocht werden. Es ist auch so langweilig einfach, Mann. Ja. Es ist einfach dieses ganze Rechts-Links-Gelaber. Es langweilt mich einfach. Aber es funktioniert insofern, dass Menschen wie wir, die vor der Kamera aktiv sind, ja tatsächlich darauf achten, was sie sagen, wie sie es formulieren etc. pp. Nikolai vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber so grundsätzlich beeinflusst das ja schon und behindert auch so ganz unterbewusst die Arbeit. Ja, tut das immer noch. Aber dessen kann man sich ja bewusst sein. Das kann man ja mitkriegen und dann eben sich halt daran arbeiten und sich halt denken, okay, ich zensiere mich jetzt hier, will ich das echt machen oder will ich das nicht machen? Warum zensiere ich mich? Und ich glaube, das müssen halt gerade Deutsche, das ist halt das Problem. Ich glaube, Deutsche haben halt, wir sind halt ein krass angepasstes Volk. Ich meine, German Angst, ja, das ist ja nicht umsonst ein Begriff, den die Welt kennt. So. Ich habe den vor ein paar Wochen das erste Mal gehört. Ich dachte mir so, krass, dass es da ein Wort für gibt. Es macht aber so Sinn, ey. Und ja, das ist halt dann die Aufgabe eigentlich eines jeden Einzelnen, sich halt einfach zu fragen, ja, okay, lasse ich mich davon einsperren oder nicht halt, ne? Und da braucht man halt einfach Mut, Eier, Punkt, fertig, da kommst du nicht drum rum. Kannst nicht warten, dass die Gesellschaft irgendwann dich nicht mehr Nazi nennt, wenn du deine Meinung äußerst. Nee, mach's jetzt, wo sie dich noch Nazi nennen. Das ist jetzt einfach so, worauf wartest du? Ich denke mir immer so, wenn ich auch so in diesen, so komme, oh, wann hört das endlich alles auf? So in diesen Kommentaren, so, oh, das ist alles so verrückt, das ist alles so, ja, hör auf rumzuheulen und mach was, Alter. Ja, also es ist immer so diese Ohnmacht. Aber im Grunde, es ist natürlich, ich verstehe das. Nicht jeder ist in dieser privilegierten Position wie ich. So, ich habe keine Familie, ich habe keinen ernstzunehmenden Job. So, was willst du mir wegnehmen? Aber ich meine, so, also sorry, irgendwo musst du halt anfangen. Du kannst nicht warten, dass die Gesellschaft so ist, dass wieder Meinungsfreiheit cool ist, sondern du musst halt dann, wenn es schwierig ist, dein Maul aufmachen. Ja, aber ich glaube, man muss schon anerkennen, dass es einfach so bestimmte Prozesse gibt. Weißt du, es gibt dann so Leute wie du oder auch wie ich, die das halt anders macht, ja, mit einer anderen Sprache. Auch du, ihr sowieso schon ganz lange und auch ganz vielfältige, unterschiedliche Personen, die einfach vorangehen müssen und dann der Rest, es dauert einfach länger. Ja. Es dauert, weil ich bin auch ganz deiner Meinung, dass man kann auch ganz entspannt seine Meinung sagen. Ich sag dann immer gerne, ja, irgendwie, ich finde das mit der Impfung nicht so gut, ich lasse mich nicht impfen, was denkst du darüber? Was, ich meine, man muss es ja nicht immer so aggressiv äußern. Es ist aber ein Lernprozess. Gerade in dieser Bubble drücken sich ja Menschen aus, die vermeintlich oder meistens auch wirklich was erkannt haben. Ja? Und das ist meistens was Emotionales und das muss dann raus. Mhm. Wie oft ich das schon erlebt habe, war bei mir am Anfang genauso. Dieses unglaubliche Mitteilungsbehörden. Ja, schau dir mal an hier 9/11 oder das oder dies oder jenes. Verstehst doch endlich. Ja, genau. Genau. Diese Entspanntheit, ne? Da habe ich viele Jahre gebraucht, um das wirklich zu sagen, missionieren bringt gar nichts. Ja. Wir zum Beispiel, wir sehen es ja so, wir haben hier ein Angebot, ja, ein nettes Buffet, greif zu oder lass es. Aber ich muss da niemandem mehr damit auf den Sack gehen. Und ich kann mich da auch sehr gut arrangieren, wenn jemand nur über Champions League reden will. Ja, super. Ja, das wäre mir vor 15 Jahren ungefähr, hätte ich das nicht gekonnt. Ja? Da hätte ich sofort wie, also erstmal muss das jetzt hier geklärt werden, ja, bevor hier irgendwie über Fußball geredet wird. Das spielt da, mich triggert manchmal dieses Wort wachrütteln. Ja, man muss die Leute doch wachrütteln. Die Schlafschafe wachrütteln. Ja, ich hasse das. Ich denke mir so, erstens, wenn du erstens andere Leute als Schlafschafe bezeichnest, glaubst du wirklich, dass sie dir dann zuhören werden? Ich meine, das ist schon rein von der Kommunikationsstrategie her vielleicht nicht so die beste Idee, jemanden zu beschimpfen, oder zu beleidigen. Ja, das ist ein bisschen Comedy, das ist einfach eine andere... Das mache ich ja nicht im persönlichen Gefühl. Ja, genau, das ist was anderes. Also, aber wie gesagt, auch das mit diesem Wachrütteln, ja, du unterstellst ja dem anderen, dass er dann schläft. Und du weißt es auch gar nicht, ja? Und ich denke auch rein von der Kommunikation her ist das nicht, einfach nicht die beste Strategie, um tatsächlich ein offenes Gespräch zu führen. Ja? Es will auch nicht immer jeder. Das ist eben auch die Erkenntnis aus unserer Arbeit. Es ist nicht jeder zu jedem Zeitpunkt bereit, sowas anzunehmen. Mhm. Ja, die Leute haben halt ihren eigenen Film. Jeder fährt seinen eigenen Film. Deswegen dieses Angebot, dieses Buffet. Und es gibt immer genügend Leute, die da gerade zugreifen, weil sie eben gerade in dem Moment das brauchen und das wollen und sich dafür interessieren. Aber so rumreichen, das funktioniert auch nicht. Und du brauchst einen extrem langen Atem, wenn du dir erhoffst, dass das mal irgendwie was verändert. Aber da ich das seit 15 Jahren mache, kann ich sagen, dass es was verändert. Es hat tatsächlich diesen Einfluss eben, ne, dass es Prozesse anschiebt. Mhm. Aber ich war da auch sehr, sehr ungeduldig, wo ich damit angefangen habe, dachte ich, oh, okay, jetzt machst du hier ein, zwei Filme und dann ist hier Revolution oder so. Also, und so vielen geht es eben vielen. Jetzt tue ich es trotzdem mal
gebrauchen das Wort ja viel Neuaufgewachten, ja, die dann eben irgendwie seit 2-3 Monaten sich mit irgendwas beschäftigen und dann die Revolution auf der Straße starten. Ja. Das geht ja, wie wir gesehen haben, meistens schief, wie bei den Mahnwachen oder Querdenken. Das sind dann halt kurze... Ich habe direkt auch was dazu, weil so ein bisschen der Gründungsmythos von unserem Podcast hier, die Beichte. Ich glaube, wie lange ist es jetzt her? Xavier Naidoo, sein Ausstieg vor laufender Kamera, so 2 Monate vielleicht. Das hat, glaube ich, korreliert mit dem Ukraine-Krieg. Und das war ja ein großer Aufreger so auch in unserer Szene. Ja, Xavier Naidoo irgendwie, wir dachten, der war einer von uns irgendwie, so war halt so ein bisschen der Tenor teilweise. Ja, der hat halt irgendwie gemeint, er will sich so davon verabschieden, von diesen ganzen, und dann hat er das Wort gebraucht, Verschwörungserzählungen. Was irgendwie so ein Wort ist, was auch erst in den letzten 1,5 Jahren neu erfunden wurde, weil Verschwörungstheorie hat irgendwie ausgedient. Und ich habe es mir halt angeschaut, es geht so 2-3 Minuten und er sagt halt, er hat eine ukrainische Frau und irgendwie hat da nochmal drüber nachgedacht und er hat sich da ziemlich verrannt. Und dann habe ich dich angerufen und meinte auch so, ich finde es eigentlich ganz sympathisch, dass jemand auch mal aus der Bubble sagt, hey, keine Ahnung, vielleicht sind 20 abonnierte Telegram-Kanäle vielleicht doch ein bisschen zu viel. Und wenn man wirklich jeden einzelnen Post so liest, man kann wirklich, weil es ist immer sehr angstgesteuert, es ist immer negativ. Mhm. Man kann sich auf jeden Fall verrennen. Und ich glaube, wir alle kennen Leute im Umfeld, die auch tatsächlich ein bisschen abgedriftet sind. Too much, das too war, fast. Genau. Ja. Von daher, ich bin gleich fertig, war die Überlegung auch so ein bisschen, ist es nicht auch interessant, innerhalb der Bubble mal zu sagen, hey, das und das sehe ich vielleicht gar nicht so, das sehe ich eigentlich anders, und das auch mal zuzulassen. Ne? Nee, das ist gar nicht gut, wenn Leute da andere Meinungen haben. Das ist total mutig, weil du weißt ja, dass du weißt ja, was deine Audience von dir hören will, ja, und wenn du denen dann sozusagen einen Spiegel vorhältst, was ich ab und zu mal mache, und dann mache ich mich tatsächlich auch immer sehr unbeliebt, genauso wie mit dem Xavier Naidoo, wo da zu dem Video habe ich gesagt, na, endlich ist er zur Vernunft gekommen. Ja? Dieser Kommentar, der wurde mir eher übel genommen, ja. Aber genauso sehe ich es auch. Also, was hat er denn Schlimmes gemacht? Was das verursacht hat, nur weil sich da mal jemand hinsetzt und sagt, hier Leute, ich habe eine ukrainische Frau, ich habe gerade andere Probleme als das, als der Strutz, der auf Telegram steht. Und ohnehin sollte man sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Und dann hat er sinngemäß, er hat sich ja nicht jetzt verabschiedet aus irgendeiner Szene, sondern er hat gesagt, dass er mit manchen Einschätzungen teilweise falsch lag. Das hat er gesagt, ohne konkret zu werden, ohne irgendeinen Ausstieg, ohne Großwertung, sondern der hat halt einfach mal 3 Minuten mal was gesagt, wo man sagen kann, okay, er ist jetzt zur Besinnung gekommen. So, das war mein Eindruck davon. Und ich kann ihn dafür nur beglückwünschen. Telegram ist mittlerweile zum großen Teil eh nur Angstporno. Also es ist halt, ne, ob du die jetzt... Mittlerweile auch Realporno, ja. Also, oh. Ja, ob du die jetzt... Oder Hopeporn. Oder einfach nur Pornporn, weißt du? Ja. Das gibt's auch. Aber es ist halt einfach so, ja, ob du dir jetzt früher deine Bildzeitung am Kiosk geholt hast, wo dann fetten Buchstaben wieder ein Horror-Story, eine Familien-Drama. Ja, oder ob du die jetzt in deinen alternativen Telegram-Kanal und dann wieder Klaus Schwab ist doch eine Eidechse, weißt du, was ich meine? Das ist dann halt so, ja... Okay, kannst du halt machen, aber es ist halt lang. Aber bei der Bild-Zeitung gibt es ja immer noch einen realen Kern, der dann einfach nur unfassbar dämlich aufgebläht wird. Ja. Bei vielen Telegram-News gibt es diesen Kern gar nicht. Das ist kann man pauschal nicht sagen. Manchmal gibt es da schon einen realen Manchmal, Kern. Manchmal, ja, es ist sehr, sehr divers, aber dort gibt es wirklich tatsächlich so richtige Fake-News-Fabriken, wo du, wenn du denkst, boah, das ist teilweise auch wirklich gut gemacht. Ja, ja. Wo du den Unterschied nicht mehr merkst, wo dann halt Ausschnitte vom World Economic Forum halt so clever gekürzt werden, dass eine komplett andere aus... Und da kannst du selbst als Cutter und Medienprofi nicht mehr erkennen, weil du siehst ja nicht, was fehlt. Ja, es gibt und das ist problematisch, wenn es dann halt völlig unreflektiert geteilt wird, obwohl es so einfach ist, nachzuprüfen. Ja, es gibt ja diesen krassen Fake-News-Telegram-Kanal. Das ist dieser Telegram-Kanal von der Bundesregierung. Der ist ziemlich heftig, auf jeden Fall. Habe ich viel Scheiße. Die Bundesregierung gelebt. Informiert. Ja. Es wird zu keinen Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen. Ja. März 2020. Aber ist nicht geplant. Aber zu dem, was du vorhin gesagt hast, das fand ich cool, wo du gesagt hast, so, das bewirkt schon was, ne? Seinen Mund aufzumachen und so. Und man muss halt einen langen Atem haben. Und ich finde es immer cool, wenn man, glaube ich, das, was man macht, einfach macht, ohne den Anspruch, andere Leute zu verändern, sondern dass du einfach so, wenn du fühlst, okay, ich will meinen Maul aufmachen oder ich will das und das machen oder ich will das machen oder ich will hier was sagen oder das jetzt schreiben, das einfach zu machen, weil es sich richtig anfühlt, weil du willst, ja, und dann wird das automatisch schon jemandem was bringen. Also es wird andere verändern, genau. Aber nicht du suchst aus, wen du veränderst, richtig, sondern genau. Diejenigen suchen richtig, sich das raus, ob genau. sie sich durch dich verändern lassen. Richtig, genau. Ich habe diese Corona-Satire nie angefangen, weil ich
irgendwas verändern wollte, sondern weil ich einfach sauer war. Und ich mir dachte, Mann, ich bin sauer, ich will Comedy machen. Da habe ich das gemacht. Fertig. Auch eine Form von Therapie war ja bei uns auch so. Hier war Studio und alles dicht. Und was macht man jetzt? Unterhalten wir uns über Webcam. Mhm. Das hat so viel Resonanz gehabt. Mittlerweile haben wir dieses Format ja immer noch. Zweimal in der Woche sind wir 2 Stunden zu dritt auf Sendung und schwurbeln tatsächlich einfach nur. Da kommen 50 bis 70.000 Menschen zu, zweimal in der Woche. Das ist ja eigentlich... Wie viele tausend Menschen? 50 bis 70.000 haben wir pro Sendung. Und, und die meisten schreiben tatsächlich, das ist wie eine Therapie. Es hat viele durch die Corona-Zeit mitgetragen, weil sie von ihrem realen Umfeld, das konnten sie alles nicht fassen, und dann wenigstens zweimal pro Woche, ja, in diesem 72-Stunden-Takt irgendwie für 2 Stunden wieder innerhalb dieser Bubble, wenn man sich da drin befindet, irgendwie geerdet zu werden. Weißt du, mal wieder irgendwie, okay, es ist noch nicht alles komplett irre, da jemanden zu haben, der wenigstens irgendwie so die Gedanken teilt oder zumindest mal die richtigen Fragen stellt, ohne Antworten zu geben. Diese soziale Isolation hat man ja schon auch beobachtet, was für ein großes Problem es ist. Ich meine, Gunnar Kaiser veranstaltet jetzt irgendwie so sonntags im Park, wo man irgendwie so zusammenkommt, mal wieder ohne Internet und Smartphone und einfach haptisch real offline. So anfassen, offline, genau, sagt man auch. Ja, und ich meine, ich glaube, das ist auch schon ein großes Problem, was vielleicht auch irgendwie durch Corona nur offensichtlicher wurde, wie sehr manche Leute irgendwie nur noch hinter ihrem Smartphone oder in ihrer Bude hocken und dass da tatsächlich halt auch so, also ich vermisse schon so soziale Wärme, so dieses Thema ist mir schon aufgefallen, ist durch Corona noch viel schlimmer geworden, dieses, ich finde es immer noch awkward, mit manchen Leuten sich so die Hand zu geben, weil man nicht weiß, ob sie jetzt diesen neue Weltordnung-Faustbump machen so oder ob man da jetzt irgendwie so immer noch 1,5 Meter Abstand, so dieses Ganze. Ich hab immer ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich in irgendeinen Bus oder irgendeine Bahn einsteige, wegen dieser scheiß Drecks-Fuck-FFP2-Maske. Ich weiß immer, dass ich so leicht unter Anspannung bin, weil wenn der Schaffner kommt, ich habe keinen Attest, muss ich mir irgendwas aus dem Arsch ziehen. Ich muss irgendwie dann doch so tun, als ob ich die Maske aus dem Rucksack ganz von unten vorkrame. Und ich finde, das ist so dieser... Ich finde fast schon, das ist so ein leichter Psychoterror. Und ich muss auch noch eins sagen zu den Telegram-Kanälen. Also am Anfang waren sie schon krass wichtig. Ich meine, ich glaube, wir waren alle froh, dass irgendwie Anfang des Jahres nicht der Impfzwang kam, weil ich weiß, wahrscheinlich hat sich jeder mal Gedanken darüber gemacht, was er macht, wenn es tatsächlich soweit wäre. Ich weiß von dir zum Beispiel auch, ich meine, du hast damit geliebäugelt, wie es ist, Deutschland zu verlassen. Also war bei mir auf jeden Fall auch so, weil ich keinen Bock drauf hatte. So, ich glaube, Deutschland war mit 2, 3 anderen Ländern auf der Welt von den 194 Staaten. Ein Land, was hardcore damit gespielt hat, diese Impfzwangkarte auszuspielen. Und da hat man am Anfang, ich habe am Anfang alle wichtigen und im Nachhinein auch richtigen Informationen über die Schwurbel-Telegram-Kanäle erhalten. Von hier, es wird auf jeden Fall zu einem Lockdown kommen, es kommt eine Maskenpflicht, alles war am Anfang Verschwörungstheorie. Und jetzt findet gerade hier die Republika statt, diese Digital-Irgendwas-Messe, da erzählen dir auch wieder irgendwelche Bundesbeauftragte für irgendwas, Verschwörungserzählungen, so wie man irgendwie mit dem Onkel Willi an Weihnachten spricht, der irgendwie die offizielle Version von 9/11 leugnet und dass es halt voll das große Problem für unsere solidarische Demokratie ist, dass es so viel Fake News gibt und du denkst halt, ja, es ist halt nur 180 Grad umgedreht, sorry. So, das musste ich jetzt mal sagen. Ich finde interessant, dass dich das so stresst, ohne Maske in der Bahn zu sitzen, weil das machst du ja offensichtlich dir selber, weil nachdem ich aus der UK zurückgekommen bin, ne, das habe ich dir ja auch schon erzählt, also ich war zum ersten Mal in der UK, London, Glasgow, Edinburgh, und ich kam zurück und habe mich dann in die Bahn gesetzt ohne Maske und habe mich ganz normal gefühlt, weil es dort halt auch normal war. Und ich habe mich auch nicht mehr, vorher habe ich es gemacht und habe mich unwohl gefühlt, so wie du. Und seitdem ich aus der UK zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, nee, ich bin normal. Ich bin normal. Und auch ganz ehrlich, ich habe es hat noch keiner was zu mir gesagt. Gut, ich fahre nicht jeden Tag Bahn. Muss man auch noch der Fairness halber dazu sagen. Ich habe vielleicht mal einen Blick kassiert und so, denke ich mir, ja, wenn es sie jetzt wirklich stört und sie mich anspricht, ich sehe das halt anders als du, dann sage ich, oh, Entschuldigung, dann mache ich sie halt. Also fährst du etwa Auto? Ich fahre auch Auto, Ich hoffe, es kleben sich 12-Jährige vor dem Auto auf der Straße. Aber es ist nicht so, es stresst mich nicht mehr so sehr wie vorher, weil ich weiß, was du meinst. Du musst ja einfach wissen, wenn du ohne Maske da sitzt und die ganzen Blicke erntest, dass 8 von 10 Leuten, die denken neidisch. Sich, boah, die traut sich was. Ja. Ich habe nicht die Eier. So. Ja, und übrigens, es setzen sich dann auch die anderen, die keine Maske haben, so in deine Umgebung. Das ist so ein lustiges Gesetzesresonanz. Okay, ich bin jetzt vorgestern mit dem ICE nach Berlin gefahren und saß in so einem Vierer rein, weil war wieder mega packed, alles voll. Und da waren die beiden hatten schon keine Maske an.
und oder nur so halber irgendwie, aber haben gerade noch gegessen. Dann habe ich mich hingesetzt, hatte eh keine Maske auf. So. Und dann kam noch eine andere, die hat auch erst eine Maske auf. Und dann hat die gesehen, die essen, ich habe keine auf. Und sie irgendwann auch so ihre Maske runtergezogen. Mhm. Und hast gemerkt, so, wir waren auf einmal voll die Gang da, einfach weil, ohne dass wir uns kannten. Mhm. Einfach weil die, und ja, die will eigentlich keiner tragen. Ne? Mhm. Gut, neben uns saß dann hier so ein Dieter, der hat dann auf einmal einen Zoff gemacht. So, ihr könnt ihr bitte die Maske aufsetzen? Ich so, nee. Und dann so, ja, warum denn nicht? Ich so, brauche ich nicht begründen. Ja, dann hat er auch schon aufgehört. Also ich habe das Gefühl, manchmal pöbeln die schon noch rum. Mhm. Ja, aber muss man halt ein bisschen, keine Ahnung, ich lerne auch so immer viele neue Leute kennen. Das ist ganz aufregend. Man muss auch mal Nein sagen können. Ja, ja. Oh, ja. Ein bisschen entspannter ist es geworden, weil ich finde, diese krasse Lauterbach-Front fühlt sich nicht mehr so krass in der Mehrheit. Ja, warte mal ab, es ist Sommer. Ja, also, gut, stimmt. Das ist gerade auch die Ukraine. Warst du jetzt gerade viel Porn? Das ist nämlich auch so eine Sache. Ich habe absolut gerade gar keinen Bock auf irgendwie so eine Scheiße. Dieses, was passiert im Herbst? Ist mir scheißegal, was im Herbst passiert. Nee. Aber, wenn der Herbst kommt, wird irgendwas passieren und dann gucke ich, was ich dann mache. Ich aber will die Mädchen fangen langsam wieder an. Damit. Es ist mir also, egal. Ja. Die mediale Welle rollt los. Aber das stimmt, wir sparen es auch im Moment dankenswerterweise aus, weil ich weiß, wir haben erstens mal ist dazu tatsächlich alles gesagt, was man dazu irgendwie sagen kann. Und wir werden wahrscheinlich wieder viel dazu sagen, wenn es wieder spruchreif wird. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es das im Moment nicht ist. Mhm. Aber ja, die Alternativthemen, die sind ja jetzt auch nicht so erquickend. Ne? Ja, man kann auch über ganz andere Sachen reden. Einfach über Hummeln oder so. Irgendwas, was fröhlich macht. Das Thema macht auch nicht fröhlich, wenn du in die Insektenwelt schaust, ja, und dir anguckst, was da alles ist. So, das ist auch sehr deprimierend. Okay. Ja. Wobei das Bienensterben abgenommen hat, seit 2018 die EU ja festgestellt hat, dass tatsächlich diese Neonicotinoide in Pflanzendüngemitteln und Pflanzenschutzmitteln fürs Bienensterben verantwortlich sind. Mhm. Das wussten die Imker schon 10 Jahre vorher. Ich habe 2008 einen Film genau darüber gemacht. Da hieß es auch Schwurbelei, nee, das Wort gab es damals noch nicht, Verschwörungstheorie, wenn Imker das behauptet haben. Mhm. Ja, 2018 hochoffiziell hat es die EU verkündet, seitdem ist der Scheiß verboten und es löst tatsächlich das Problem. Mhm. Das ist auch so, weil du jetzt eben Hummeln gesagt hast. Ne? Mhm. Ist auf Nuoflix natürlich verfügbar, Summ mir das Lied vom Tod, bester Film. Sehr gut. Ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen, aber ich weiß natürlich darüber Bescheid. Guter Titel. Ja, nicht so arg darauf achten, was andere Leute denken, ist halt irgendwie auch so eine Kunst, die man vielleicht immer besser lernt, weil ja so entspannt sein und dann aber keine, weil irgendwie wird man ja darauf angesprochen und dann braucht man irgendwie wie eine Ausrede. Ich will mich auch nicht fühlen wie so ein kleines Schulkind. Aber genau so fühlt man sich dann, genau. Als würde eine Autorität, das ist auch so meine Angst. Ich kenne das auch manchmal, wenn ich von irgendwie einem Chef oder so angerufen werde, habe ich manchmal Angst, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wenn der Chef sagt, ja, kommst du mal bitte in mein Büro, bin ich automatisch dieses kleine Schulmädchen, die jetzt Angst hat, weil jetzt kriegt sie Ärger von irgendwas. Und ich merke so richtig, wie diese Muster immer noch ganz tief in einem drin. Ja, ja, genau. Und wo du dann auch meinst, wenn so der Dieter um die Ecke sagt, trag doch mal so eine Maske. Und man fühlt sich dann direkt, oh, das ist eine Autorität, jetzt sagen wir mal, es ist eine ältere Person, als wäre man auskunftspflichtig und ist man nicht. Ich bin keinem irgendeine Rechenschaft schuldig. Und wenn es ihm so ein Anliegen ist, ja, dann hol den Bahnmitarbeiter. Ja, okay, machen wir so, regeln wir dann so. Mhm. Und das ist aber auch etwas, was ich bei mir bemerkt habe, so ein Mechanismus, so ein Muster, das immer wieder auftaucht, weil ich dann so Angst, gell, kommt man in so eine ist Angst. Ist aber jedes Mal so, ich finde, das ist ein bisschen auch in den Widerstand gehen, weil du musst ja dann, du musst dieses Gespräch führen. Du musst ein bisschen in den Widerstand. Das ist ein bisschen eine Bequemlichkeit dann auch. Also ja, es ist ja viel einfacher, dieses Gespräch nicht zu führen, sondern sie kurz aufzuziehen, weil dann so dieses, ja, dann holen sie halt irgendwie die Bahnsicherheit hier und dann werden wir ja sehen, ob sie das wirklich durchziehen. Stimmt, aber muss man jedes Mal Bock drauf haben und ich finde, es ist dann so ein bisschen, du sagst immer, choose your battle, also oder trage ich sie nicht einfach. Aber ist halt das so? Ist es wirklich einfacher? Weil ganz ehrlich, ich habe lieber 2 Stunden lang Diskussionen und ich würde mich eher prügeln, glaube ich, als das Ding anzuziehen, ganz ehrlich. Nee, das ist ja auch richtig, dann ist es dir das eben wert. Genau, also für mich ist das, das ist mein Battle. Das ist auf jeden genau, Fall dein Battle. Ich kann choose your battle. Ich kann's, das geht einfach nicht. Das finde ich auch so interessant mit dieser Maske. Und es gibt ja die Leute, die sagen, es stört sie gar nicht. Und das erkenne ich auch an, dass es manche Leute einfach nicht stört. Ja? Ja. Und ich sage, mich stört es immens. Mich und mein Mann stört es noch mehr. Und deswegen finde ich es so eigenartig, weil wir sonst ja auch so Vielfalt immer so feiern. Und es gibt halt nun mal auch Vielfalt im Bereich von Maskentragen. Klar. Und deswegen muss man einfach anerkennen, dass es manche Leute immens stört. Sagen wir ja wahrscheinlich auch alle 4 seit dem ersten Tag, lasst euch chippen, entwurmen und kastrieren. Wo ist denn das Ding geblieben? Aber lasst doch den anderen dann auch ihre Meinung. Mich stört doch überhaupt nicht, wenn neben mir eine Oma
immer Maske trägt, aber ich muss es halt immer noch, es ist immer noch der Zwang da. Aber die gibt es auch, ja, die sich an den Maskenträgern stören, die gibt es ja auch erstaunlicherweise. Ja. Oh ja, also da wird es viel Toleranz für sich selber eingefordert, ja, aber dann auf die Maskenträger verbal einkloppen. Das ist ja dann schon aber wieder das andere. Hast du das schon mal erlebt, dass Leute angemacht wurden, weil sie Maske tragen? Gibt es auch, ja. In Braunsbetra oder wo? Nee, da hat ja niemand Maske gestanden. Nee, man hört schon so im Gespräch. Ne? Man macht sich dann schon lustig über die Leute, die dann Maske tragen und so. Und ich habe das bestimmt auch früher kommentiert und habe beschlossen, als dann die Maskenpflicht gefallen ist, ich habe mir geschworen, ich so, es kümmert mich einfach nicht, wer jetzt Maske trägt und wer nicht. Wenn irgendjemand 3 Masken tragen will in der Fußgängerzone, dann soll der das tun. Genau. Das ist mir scheiße. Ich will einfach keine Kapazität mehr in meinem Kopf dafür verwenden, mir Gedanken darüber zu machen. Ja. Das ist sein Ding, sein Film, den er gerade da abfährt und ich bin in meinem Film unterwegs und es ist auch in Ordnung so. Fertig. Aber ich finde, man darf sich trotzdem lustig machen. Ja, finde ich auch. Also natürlich nicht dem gegenüber jemanden jetzt. Sondern hinter seinem Rücken. Sondern allgemein. Aber jetzt zum Beispiel als Comedy-Programm finde ich schon, dass man das irgendwie ins Lächerliche ziehen darf, weil das ja auch ist irgendwo, natürlich. Zumindest jetzt im Hochsommer. Weißt du, ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen von jemandem, die stand im Taucheranzug im Meer und hat sich versucht, hier die Taucherbrille aufzusetzen und dann festgestellt, was geht denn, was stört denn hier? Hat dann irgendwann festgestellt, okay, die Maske stört. So. Das ist ein bisschen absurd. Wasser? Hast du Saft, Alter? Klar, mega. Dazu auch noch direkt was ich unbedingt mit dir ansprechen wollte. Also, du warst du mal in dieser Comedy, in dieser deutschen Comedy-Szene? Warst du da mal irgendwie drin? Also, ich war mega drin. Oh, okay, also, krass. Ich habe jetzt auch so deinen Weg noch mal so ein bisschen verfolgt in den letzten Tagen und du bist da ja auch wirklich so rausgeschmissen worden und machst jetzt dein eigenes Ding. Aber was war der Rausschmiss? Die haben einfach die haben mir nichts gesagt, also keiner hat von denen jemals mit mir geredet. Die haben mir halt einfach überall Hausverbot gegeben und dann halt auch Comedians, die zum Beispiel für mich geopend haben auf meiner Tour, den haben sie dann auch Hausverbot gegeben. Oder den einen Comedian haben sie sogar, der hat für mich geopend auf meiner Tour und dann haben sie eben die Show in einem Comedy Club in Berlin sogar weggenommen, weil er für mich so Vorgruppe gemacht hat. Also Kontaktschuld. Ja, Kontaktschuld, aber richtig krass, ja. Mhm. Und was hast du dir zu Schulden kommen lassen? Das haben die ja noch nie gesagt. Doch, du warst kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen und hast dich darüber lustig gemacht. Ja, schon. Also das ist es. Das hat doch gereicht. Kann sein, dass es das ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Die haben auf jeden Fall, sind sich fast alle ziemlich einig. Aber es gibt auch ein paar coole Leute in der Comedy-Szene. Also es gibt auch einige coole. Jetzt mal zumindest national, also deutschlandweit. Und mit denen kooperiere ich auch. Und mit denen mache ich auch Shows und so. Also ich habe legendär geile Shows, wo coole Leute für mich openen. Und die ich auch extrem feiere. Und das ist auch cool. Also ich meine, sollen die halt alle machen. Die sollen gucken, wo sie mit der Attitude hinkommen, weißt du. Für mich ist jemand, der so ist halt einfach kein Comedian mehr. Der soll auch erfolgreich werden damit, das ist okay. Aber ich glaube, es schallt immer so aus dem Wald raus, wie es reinschallt oder wie das Sprichwort, keine Ahnung. Und irgendwie schallt es auf jeden Fall. Irgendwas mit Schall und dann wieder rausschall, reinschall. Und ich glaube, alles hat einen Preis, was du machst. Ich glaube, alles hat einen Preis. Und den zahlen die, auch wenn sie es nicht mitkriegen. Für so Äußerungen wie, ich will nichts mit Ungeimpften zu tun haben, zahlst du einen Preis. Du merkst es vielleicht nicht in dem Moment, aber du zahlst einen Preis. Da stirbt was in dir und du kriegst es nicht mit. Weil was mir zum Beispiel auch auffällt, ist so, die deutsche Comedy-Szene ist ultra krass verbandelt mit diesem ganzen öffentlich-rechtlichen Ein Teil Rundfunk. Davon, würde ich sagen. Ultra, okay, alle, aber oder? Für mich ist so ein bisschen die Beobachtung, deswegen ist es gut, jemanden da... Das sind halt Abhängigkeiten. Nicht alle, aber ja, viele. Ja, genau, deswegen gut, mal jemanden da sitzen zu haben, der das noch mal ein bisschen ausfüllen kann, weil ich habe das Gefühl, wenn du groß werden willst, dann musst du irgendwann was mit Funk zu tun haben. So. Die es wirklich hochkatapultiert und die dann irgendwann so ihre Show im ZDF oder Anstalt und sowas, das sind diese Anlaufstationen, wo du dann wirklich dieses Sprungbrett bekommst. Und da habe ich zum Beispiel auch Till Reiners zum Beispiel. Das ist jemand, den habe ich schon lange auf dem Schirm, bevor er dann zu Funk ging und jetzt so super krass angepasst ist, unerträglich. Wirklich zum Kotzen. Und früher war der nicht so, definitiv. Es war so dieses, ein bisschen linksprogressive, so ein bisschen wie Volker Pispers, aber halt in jung. Und da ist ja gar keine Kritik mehr. Das ist halt komplett kastriert worden. Ja, ja. Das ist irgendwie so ein typischer Werdegang, habe ich den Eindruck. Und die Angst in dieser Szene ist so immens, so krass, wie viel Schiss die haben, Alter. Mhm. Diese Comedians sind solche, ey, die haben so eine Angst. Also ich dachte immer so,
ihr seid Comedians. Ich dachte, ihr seid die mit den Eiern. So. Und dann stellt sich raus, ihr seid die, oder viele von denen, sind halt echt die aller, also da ist so viel Angst in dieser Szene. Ja, und, oh, echt, hast du was mit dem zu tun und so. Und, oh, mach's lieber nicht und so hier. Und wo ich mir denke, was ist an euch Comedy noch so? Ihr seid einfach nur absolute Verschnitte, also ihr seid einfach nur Angstschnitten. So mehr seid ihr nicht. Das ist halt irgendwie schon schade, weil ich mir denke, so gerade von einem Comedian, wenn ich den fühlen will, muss der Eier haben, so, wenn der das nicht hat. Ja. Oder er ist einfach nur verdammt witzig und ist halt komplett unpolitisch. Auch legitim. Ja, Helge Schneider feiere ich. Ja. Ist mir jetzt egal, ob der was er so für sich persönlich seine Meinung hat. So, ich feiere den. Ich weiß zwar, was seine Meinung ist, weil er gesagt hat, er tritt unter diesen Bedingungen nicht auf, aber trotzdem, das sind so Sachen, wo ich mir denke, hey, okay, gibt auch US-amerikanische Stand-Up-Comedians, Bill Burr, Louis C.K., absolute, für mich Legenden, die, und Bill Burr sagt, ja, tragt bitte eine Maske und so ein Scheiß. Das ist mir scheißegal, seine Meinung feiere ich, weil er trotzdem Eier hat, weil ich weiß, wer dieser Typ ist, weil ich weiß, dass er das zumindest wirklich glaubt und nicht, weil er einfach nur Schiss hat, von irgendjemandem weggecancelt zu werden. Das kann ich dann halt auch respektieren. Aber ja, diese Szene ist schon echt ziemlich low, was Eiergehalt angeht. Karl Lauterbach ist doch jetzt unter die Comedians gegangen. Ja, ist er doch schlimmer. Ein Stand-Up-Auftritt. Ja, genau. Ein Stand-Up-Comedy-Auftritt auf Amazon demnächst. Ja, und er wurde gecoacht von Hazel Brugger, die auch mal einen Insta-Post rausgehauen hat mit ihrem Thomas, wie heißt der? Egal. Weißt du, wen ich meine? Ja, Hazel Brugger, sein Mann. So. Ja, ja. Und die haben auch so rausgehauen, ja, seitdem wir jetzt ein Kind haben, weil sie irgendwie dann schwanger war und so, wir treffen uns definitiv nicht mehr mit Ungeimpften. Also das ist halt so krass. Und sie bildet jetzt Karl Lauterbach auf Amazon Prime zum Coaching aus. Das ist wie so eine Dystopie von so einem Überwachungskapitalismus irgendwie, wo alles das Gleiche ist, aber Hauptsache du darfst nichts mehr sagen. Aber ich glaube, als Comedian hätte der richtig Erfolg. Doch. Ja, das ist auch was du meinst. Ich meine, er ist ja gleichzeitig noch Gesundheitsminister, während er auf der Bühne steht. Das ist schon eine sehr interessante Kombination. Es wäre auch besser, wenn er einfach auf einer Comedy-Bühne wäre. Ja, der ist also ja auch urkomisch. Tut mir leid, sehr diplomatisch. Aber ich würde sagen, ich gönne ihm das, wenn er einfach diesen Gesundheitsministerposten verlässt. Ja, dann bitte bleib auf der anderen Bühne. Es wäre besser für uns alle. Ja, der wird schon irgendwann einen anderen Ministerposten verlassen. Ach, der wäre auch kein guter Comedian. Also ich meine, streng genommen macht er ja nichts anderes außer Stand-Up-Comedy, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber im Grunde genommen wäre der, glaube ich, auch ein sehr lausiger Comedian. Und da sind wir auch noch bei einem Thema, weil du bist ja den ganz anderen Weg eigentlich gegangen und hast einfach gesagt, okay, Radical Honesty, so, ich hau alles raus, es ist mir scheißegal, es gibt eigentlich kein Tabu oder diese Schere im Kopf. Ich kacke einfach drauf, weil wer mich dann noch weiter hört und du hast jetzt deinen eigenen Podcast, und es funktioniert ja, du sagst, du tourst, das sind dann halt auch die echten Fans so und das finde ich ganz krass, das Konzept und das hat das Snicklink, heißt ja so, dein letzter Gast hatte das auch gesagt, dass du da eigentlich noch zu wenig Props für bekommst, weil du da wirklich noch so eine eigene Nische irgendwie geschaffen hast und halt wirklich sagst, ich hau einfach alles raus. Du hast jetzt, glaube ich, auch eine Klage am Hals, so deswegen, okay? Ja, ja. Aber das finde ich, müsste es halt eigentlich sein, weil Comedy mit nur ein bisschen Kompromiss ist es dann eigentlich schon nicht mehr, ist dann schon irgendwie gar nicht mehr frei. Und das setzt irgendwie der Humor voraus, ne? So. Ja, und es ist auch unheimlich befreiend. Also es ist halt auch einfach geil, ne? Ich meine, klar, es ist nicht angenehm, wenn jetzt die Tat schreibt, dass du rechts bist und du deswegen Schwierigkeiten hast, Bühnen zu kriegen, weil die natürlich deinen Namen googeln und so. Aber am Ende des Tages ist es so geil, weil man erwartet jetzt von mir sogar, dass ich sage, was ich denke. Und ich denke mir so, wer ist in dieser Position? Wann erwartet man das von Leuten? Weil alle wollen eigentlich immer, dass du was sagst, was sie gerne hören würden, so, ne? Und oder dass du zumindest irgendwie so eine gewisse Höflichkeit mitbringst und so, ja, oder so irgendwie so ein bisschen schön verpackst oder so. Und man erwartet von mir genau das eben nicht, ja. Und das ist halt voll entspannt, weil ich denke mir so, Mann, das ist das Schönste, was mir passieren kann, dass Leute sogar wollen, dass ich mich wie ein Assi verhalte. Und das ist irgendwie so, ich kann einfach so ich sein dabei. Und deswegen, ich würde nichts anders machen, das hat sich 100% gelohnt und das wird sich auch noch mehr auszahlen. Das wird eh Mainstream. Ja. Das wird Mainstream. Ja, ja, ja. Gib mir noch 2-3 Jahre, dann bin ich Mainstream. Und das ist zumindest mein Bauchgefühl jetzt. Und ich muss einfach nur jetzt mehr gucken, dass ich diese Auftritte, die ich da habe, dass ich die gescheit abfilme, dass es im Internet landet. Weil dann zieht es auch noch mehr junge Leute an. Weil dieses Satirezeug waren ein bisschen mehr alte Leute. Aber dieses so von der Bühne mit dem Crowdwork und so, wo es auch komplett um unpolitische Sachen geht, wird auch viele junge Leute anziehen. Und irgendwann, das wird Mainstream. Das wird, ich glaube, die Leute werden sich auch in Zukunft immer weniger an Inhalten orientieren, weil die das überfordert, sondern vielmehr an Authentizität. Hm.
dieses ganze Gelackmeierte, so, die Leute erkennen immer mehr, dass sie verarscht werden. Oder jetzt nicht direkt verarscht werden, aber die erkennen, das ist eine Inszenierung. Wir hier sind da wesentlich authentischer. Ja, wir sitzen jetzt hier, wir haben kein Skript. Ja, wir reden jetzt einfach, ja, und das wird dann uncut irgendwie auf YouTube gestellt. Und das ist halt viel authentischer als so eine durchgeskriptete Talkshow. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das sehr viel ausmachen wird. Es wird gar nicht so sehr viel mehr um Inhalte gehen, sondern um The Messenger, was eigentlich eine Katastrophe ist. Ja? Aber in die Richtung scheint es zu gehen. Mhm. Das heißt, ihr seid alle zuversichtlich? Ohne Zuversicht wäre das schwierig, so eine Arbeit zu machen, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt jeden Tag denken würde, es ist eh alles für den Arsch, dann würde da irgendwann die Motivation drunter leiden. Aber was ist denn das Ziel dann? Also wenn ich jetzt ja auch frage, ihr seid alle zuversichtlich, dann worauf läuft das? Also was? Zuversichtlich auf was hinaus? Also ach, keine Ahnung, ich will einfach nur eine geile Karriere hinlegen, Geld verdienen, die Welt bereisen, viele Groupies also haben und einfach geile Shows haben und glücklich sein. Und wo das gesamtgesellschaftlich hingeht, sehe ich eigentlich gar, bin ich gar nicht mal so optimistisch gestimmt, ehrlich gesagt. Aber ich für meinen Teil persönlich glaube ich, keine Ahnung, so. Ich glaube, meine 20er und meine 10er, die waren so scheiße, dass ich mir denke, Alter, jedes Jahr wird immer nur besser. Mhm. Und ich hatte so eine Pre-Life-Crisis quasi. Und dadurch, dass ich mich immer mehr aus dem Bullshit rausarbeite, geht es mir einfach immer besser mit jedem Jahr. Und sogar, ey, ganz ehrlich, wenn morgen so Frankreich explodiert, würde ich sagen, boah, schon schade, dass jetzt Frankreich explodiert ist. Aber hey, irgendwie, ich fühle mich gerade ganz gut in meinem Körper so, weißt du? Das ist irgendwie so, keine Ahnung. Also. Ich verstehe, was du meinst. Ich war am Anfang mit der Arbeit, hatte ich auch ideologische Ansprüche, oder was heißt ideologische, sondern ich hatte halt ein Ziel und war halt auch total verbissen. Ja, dann kam halt irgendwann die Entspanntheit. Mittlerweile gebe ich mich damit zufrieden, dass ich etwas tue, womit ich anderen nicht schade. Was ich meiner Meinung nach, wenn ich jetzt beim MDR zum Beispiel weiterhin gearbeitet hätte und da jeden Tag jetzt hier irgendeine Propaganda zusammenschnippeln müsste, hätte ich schon das Gefühl, so, irgendwie hätte ich da Gewissensbisse. So kann ich jetzt selber entscheiden. Wenn mir was nicht passt, da kann ich auch Nein sagen. Niemand verpflichtet mich zu irgendwas. Und das ist ein Anspruch, der mir mittlerweile reicht. Ja, also ich kann nicht die Welt retten. Ja, ich habe vorhin schon dieses Buffet erwähnt. Das ist das, was man machen kann. Mhm. Aber die Leute müssen selber, es ist auch von denen abhängig. Wenn ich meinen Teil tue dafür, dann gebe ich mich damit zufrieden und der Rest ist purer Egoismus. Natürlich, das sehe ich genauso wie du. Mhm. Das ist hier mein Leben, mein Körper, die Zeit, die ich jetzt hier habe. Also mache ich daraus doch das Beste in allererster Linie für mich und meine naheste Umgebung, als dass ich mir jetzt hier eben Gedanken um die Menschen in Frankreich oder in der Ukraine mache, was auch wichtig ist. Mhm. Ja, das lässt mich natürlich nicht völlig kalt, deswegen machen wir hier auch die Arbeit. Aber ich weiß, dass ich darauf keinen Einfluss habe. Ja, da bist du ein hilfloser Beobachter. Und musst dich damit arrangieren. Ja? Und wenn du darunter leidest, wenn du dich selber dafür entscheidest, darunter zu leiden, ja, dann ist es irgendwie auch dein eigener Fehler irgendwo. Ja. Ja. Ich finde geil, was du gerade gesagt hast, dass du zumindest guckst, dass du in deinem unmittelbaren Umkreis halt versuchst, so, und mit dem, was du machst, in deinem eigenen Dunstkreis oder Wirkungsbereich, was Gutes zu tun. Weil ich glaube halt, wir sind einfach nicht, soll jetzt nicht so philosophisch klingen, aber wir sind halt nicht vom Allgemeinwohl abgekoppelt. So. Und ich glaube, wenn wir was Gutes machen, das meine ich echt so, wenn wir was Gutes machen, tut uns das selber gut. Wir sind nicht von anderen Menschen abgetrennt. So. Wir sind auf irgendeiner Ebene verbunden. Und ich meine, die Erde ist so eine kleine Kugel in so einem unendlichen Raum. Und wenn du halt da was Gutes machst, das kommt allen zugute. Und wenn du halt was Schlechtes machst, und auch wenn du dadurch erstmal kurzfristig einen Vorteil kriegst, on the long run fickt es dich, bin ich ganz sicher. Ich glaube nicht, dass du Spaltung betreiben kannst. Ich glaube auch nicht, dass diese ganzen Klaus Schwab und George Soros oder wie die alle heißen, egal was die für Machtstrukturen, egal was die etablieren, egal welchen krassen oder Bill Gates, egal welche Führer, Elite, was auch immer. Sobald du anfängst, gegen das Allgemeinwohl zu handeln, handelst du gegen dich selber, weil du bist nicht davon abgetrennt. Das ist einfach ein Organismus und das checken die Leute nicht. Und sie nehmen sich als komplett getrennt wahr, aber sie sind es nicht. Und alles, ja, deswegen, ich glaube immer, Karma ist instant. Ja, wenn du jetzt auf die Straße gehst und einem kleinen Mädel einfach so eine Backpfeife gibst, ja, du gibst dir selber die Backpfeife in der Tiefe. Nur viele Leute sind so stumpf und vielleicht so traumatisiert und so zerstört, dass sie diesen Schaden, den sie dadurch anrichten, gar nicht mehr mitkriegen.
aber wären sie sensibel, würden sie checken, was in der Tiefe bei ihnen abgehen, würden sie diesen Schmerz, diesen, oh fuck, was habe ich da gemacht, sofort merken. Deswegen. So merken sie es nur mit so einem Delay. Sie merken es dann nicht, weil sie schon so in so einem Gefühlspanzer aufgebaut haben und deswegen braucht es dann ein bisschen. Und manche Leute werden es nie merken. Die kriegen dann mit 50 einfach einen Tumor oder so eine Scheiße. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber jegliche Ideologie, die in diese Richtung geht, alles ist eins, wir sind alle miteinander verbunden, so wie du es eben gerade beschrieben hast, da wird ja das Gegenteil gelehrt, nämlich der Materialismus, ja, alles ist getrennt, chaotisch und so weiter. Wenn du diese Verbundenheit jetzt verinnerlicht hättest, da wäre sowas wie Krieg oder so ja jetzt rein gar nicht mehr möglich, ja, wenn das jetzt alle Menschen verinnerlicht hätten. So. Deswegen wird halt eher immer so dieses Materialistische geprägt. Ne? Also es ist, man hat so das Gefühl, die Menschen sind schon in der Lage, von selber heraus das zu erkennen ja, im Laufe ihres Lebens und, das, und dann irgendwie am Ende irgendwann zu einer Erkenntnis zu kommen. Aber es wird halt überhaupt nicht vermittelt. Es wird nicht, in der Schule erfährst du überhaupt gar nichts darüber. Da ist alles rein materialistisch. Ja. Hier Physik, Chemie, Mathematik. Ja, die materielle Welt, die kriegst du um die Ohren geschmissen. Ja, die tust du bis in den Mikro- und Makrokosmos erforschen. Aber wie das alles zusammenhält und die große Frage nach dem Warum, die darfst du noch nicht mal stellen. Da bist du ein esoterischer Spinner oder so. Oder? Also das ist auch gut. Die sind ja auch selber traumatisiert, die Leute, die dieses Schulsystem kreiert haben, die Leute, die Lehrer, die wissen es ja selber nicht. Also wie soll man von Leuten, die nichts wissen, also oder nicht nichts, aber das nicht wissen, wie soll man das von denen lernen? Und dass wir so materialistisch sind, ist auch super, super logisch. Ich glaube, Joe Dispenza hat da mal ein Buch drüber geschrieben, ist mega geil. Der hat gesagt, wenn wir traumatisiert werden, was bei den vielen Leuten zu gewissen Graden irgendwie passiert, ja, eine Traumatisierung ist nicht immer, dass du im Krieg bist und dir fliegt dein Nachbar der Kopf weg, sondern traumatisiert. Genau, du wirst traumatisiert, wenn deine Eltern dich nicht in den Arm nehmen oder so. Das reicht schon, ja. Und dass halt dadurch, dass diese... Schock- und Entwicklungstraumata. Jasmin hatte erst ein Trauma. Ja, ein Interview dazu. Das wäre der Unterschied. Also Schocktrauma oder Entwicklungstrauma. Genau, richtig. Ja. Genau. Und diese Schocktrauma sind diese einmaligen Dinge. Und Entwicklungs, das dauert, geht ja über Jahre hinweg im Kontakt zum Beispiel mit Erziehungsberechtigten oder so. Ne? Und Joe Dispenza hat das sehr schön, finde ich, verbildlicht. Hat halt gesagt, so, wenn du traumatisiert bist, musst du automatisch Materialist werden, weil... Also, was ist ein Trauma? Trauma heißt, du bist in Gefahr. Ja? Also das Trauma sagt dir, dass du in irgendeiner Form in Gefahr bist. In dem Moment, in dem du keinen Kontakt hast, bist du in Gefahr. Deswegen ist es zum Beispiel ein Trauma, wenn du auch nicht in den Arm genommen wirst oder wenn du ignoriert wirst, weil dein Überleben nicht mehr sicher ist. Wenn dich ein Tier angreift oder ein Tiger dir hinterher rennt, ja, bist du in Gefahr. Das heißt, es sorgt immer dafür, diese Traumaenergie soll eigentlich eine Fluchtreaktion oder eine Kampfreaktion irgendwie so provozieren. So, in dem Moment, in dem diese Traumata aber nicht mehr aufgelöst werden, hängen die ganze Zeit bei uns fest. Und was ist das Wichtigste, wenn du in Gefahr bist? Dein Überleben, nur dein Körper. Also ganz, ganz klassisch das Außen. Ganz klassisch. Du bist komplett nur auf Überleben, auf deinen Körper, auf das Materialistische geprägt, weil du das Materialistische erstmal überhaupt erhalten musst. Du kannst dich ja nicht in die Tiefe komplett entspannen und in diese Einssein-Erfahrung, weil wenn du angegriffen wirst, dann ist da die Gefahr und du musst dich maximal davon abgrenzen, um das hier, Überleben zu sichern. Und dadurch werden wir zu Materialisten, dadurch, dass wir einfach diese Traumatisierung mit uns rumtragen, weil wir nicht in diese Entspannung, in diese Einssein-Erfahrung überhaupt reinkommen können, weil da dieser Raum dafür gar nicht existiert. Fand ich sehr geil von ihm beschrieben, wie er das erklärt hat. Also ich rede das jetzt nur nach. Der hat es bestimmt vielleicht noch ein bisschen schöner gemacht. Aber Ich kenne da diesen Spruch, you can't meditate away a tiger attack. So in dem Moment ist es erstmal kurz, genau, Körpermaterialismus, keine Zeit für Transzendenz und sowas. Kann ich nachvollziehen. Du hattest du das gerade so in den Raum geworfen? Ich glaube, ja, was zuversichtlich macht oder woraus man vielleicht Hoffnung schöpft oder sowas. Ich finde extrem geil, dass, wenn man so will, unsere Szene oder unser Lager, auch wenn du das die Formulierung vielleicht nicht magst, die coolsten Leute bei sich hat. Also ich meine, wir haben schon vorher darüber geredet irgendwie so. Ich finde wirklich so, ein Gunnar Kaiser, Matthias Burchardt, Ulrike Gero oder Miloš Matušek, sind die Speerspitze wirklich der Intellektuellen mittlerweile so und die sind halt auch ganz klar in dieser Corona-Zeit irgendwie so wachsam gewesen und publizieren mittlerweile halt über Rubicon oder Apolut oder demokratischer Widerstand und sowas und bei dir war es zum Beispiel auch so, unter dem einen der letzten Videos schreiben Leute wirklich so drunter, wow, geil, ich wusste gar nicht mehr, dass Stand-Up lustig sein kann. So, ich kann mal wieder lachen, weil halt endlich in dem Moment, wo ich sage, okay, dann
dann stehe ich halt als Nazi in der Taz, bin ich wirklich frei. So, du bist wirklich frei, davon bin ich überzeugt. Und diese ganzen, so ein Miloš Matušek, der ist so gottfroh, das sagt er auch in letzter Zeit in seinen Interviews so, dass er nicht mehr für die NZZ schreibt, so, weil er halt auf einmal sagen kann, und er weiß, dass es damals auch ein paar Denkverbote gab, die man halt so, hast du vorhin auch gesagt, so gut irgendwie umgangen hat, und man weiß sich ja dann auch zu helfen und bleibt dann so im Ungefähren, und endlich so kann man das mal alles befreien, und die Freunde, die man irgendwie verliert, weil man für die Nazi ist, da weiß man dann auch irgendwie, okay, das hätte eh nicht mehr lange gehalten, so, diese Freundschaft war eh auf dünnem Eis gebaut. Und hast du viele Leute verloren? Freunde? Ja. Echt? Mhm. Ja, also so. Das war bei dir schon extrem. Ne? Zwei, drei Leute, wo man so irgendwie krass gesehen hat, dass sie die Nummer gelöscht haben, und wo man dann irgendwie, ja, das sieht man dann irgendwie, dass das WhatsApp-Profilbild nicht mehr da wegen ist. Wegen Corona jetzt oder wegen RT Deutsch? Ja, bei mir war es halt so, dass ich irgendwie im März 2020 bin ich direkt auf die allerersten, die hießen damals Hygienedemos, Rosa-Luxemburg-Platz. Und das war so diese Zeit, wo sich das alles erst gefunden hat, keine Ahnung, und dachte so, okay, der hat wirklich eine Reichsbürgerflagge, okay, das ist irgendwie eine Oma, die hat wirklich so einen gebastelten Aluhut auf. Ist es jetzt Ironie oder nicht? Und das ist irgendwie eine Mom mit Kinderwagen. So, alles hat sich erst gefunden. Keine Ahnung, bin ich hier richtig, bin ich hier falsch? Ach so, das ist wirklich die Reichsbürger-Demo. Dann muss ich irgendwie noch eine Straße weiter hoch. Und in der Zeit war halt auch irgendwie Attila Hildmann halt da am Start. So. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich einmal bin ich halt wirklich so hinter Attila Hildmann hergelaufen, der mit dem Megafon so durch Berlin geschrien hat, so faschistoide Maßnahmen und sowas. Too much, too fast, Attila Hildmann. Paradebeispiel. Genau, das sind so diese neu aufgewachten Telegram-Boomer, von denen du auch manchmal sprichst, die dann auf einmal ihren Enkeln irgendwie Links zu irgendwie nwo.ch schicken. Und da weiß ich, dass es halt ein Video von mir gab, wo ich tatsächlich halt irgendwie so jubelnd mit Attila Hildmann unterwegs bin. Geil, und da haben wir auch, da haben wir dann Die Gedanken sind frei zusammengesungen. Und Attila Hildmann hatte auch so ganz brav einen ausgedruckten Liedtext. Und ich stand so Schulter an Schulter mit ihm, und wir, die Gedanken sind frei, Mann, ja, keine Diktatur, Freiheit und so. Und dann ist halt zwei, drei Wochen später, hat er einfach so die Psychose bekommen. Sorry, dass ich das so, also würde ich mal diagnostizieren aus der Ferne, will ihm nicht zu nahe treten. Aber es wirkt halt so, als ob er irgendwie abgerutscht ist und in diesen Strudel reinkam. Dann gab es aber halt Leute, die haben halt nur das Video von mir entdeckt. So. Reicht schon. Und das hat dann halt gereicht so. Und dann will man halt wirklich gar nichts mehr mit einem zu tun haben, und dann ist halt schwach, wenn man nicht noch irgendwie ein klärendes Gespräch hat. So, hey, aber kann ich dir erklären, warum ich da irgendwie zu sehen bin? Und ja, ist mir natürlich auch scheißegal. Ich war, glaube ich, nicht einmal eine Sekunde in meinem Leben im Telegram-Kanal von Attila Hildmann Mitglied. Muss ich nicht rechtfertigen. Aber ja, stimmt eigentlich. Natürlich, Ferb, es ist ja das Problem auch, wenn du Menschen interviewst. Ne, wir haben ja, weiß ich nicht, wie hier in dem Studio, wie viele hunderte, wahrscheinlich tausende Interviewgäste gehabt. Und wenn die sich dann teilweise Jahre, nachdem du die mal interviewt hast, dann als sonst wer entpuppen, ja, dann fällt das dann immer gleich wieder bei dir auf dich zurück. Ja. Und dann wird das als Themenschwerpunkt auf Psiram auf Platz 1 irgendwie dann deklariert. Ja. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Aber das ist halt auch so ein Problem, diese Kontaktschuld. Mhm. Du hast vor 10 Jahren mal vor der Kamera mit jemandem geredet. Es steht jetzt auf Psiram und ist jetzt ein Problem. Weil bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben tolle Leute, große Namen auch, die wir zu einem Interview überreden können, die sich das auch auf unserer Webseite erst angucken, so während des Telefonats, so, ja, zeig mal, ah ja, das sieht gut aus, ah ja, ach, das habt ihr und oh, den habt ihr und ja, sage ich zu. Und dann kommt 2 Tage später eine Absage, weil sie gegoogelt haben. Mhm. Und das ist anstrengend, ne? Das ist total anstrengend. Dasselbe ist mit der Kommentarleiste. Ja, guck dir mal die Kommentare an. Und ich so, seit wann bin ich verantwortlich für das, was andere Leute schreiben? Also ich verstehe das überhaupt gar nicht. Oder auch Leute, die dann irgendwann später irgendwas gesagt haben und sie waren vorher bei dir im Interview. Ich so what? Was interessiert mich das, was der später gesagt hat? Nee. Ich spreche mit ihm in dem Interview für 1 Stunde, 1,5, keine Ahnung, und dann ist die Sache gegessen. Und ich übernehme ja auch nicht automatisch alle Positionen von einer Person, mit der ich spreche. Das ist so absurd. Ich verstehe gar nicht, wie... Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, die Leute, die das einem vorwerfen, gehen die so durch die Welt, dass dann, wenn die mit einer Person sprechen, dass die alles übernehmen, was sie... Also, tut mir leid, wenn das bei dir so ist. Also, weil das ist offensichtlich nicht ganz gesund. Auch dieses unendliche, irgendwie abgearbeitete Framing von dem eine Plattform bieten. Das ist halt einfach nicht... Das steht bei dir übrigens auch im Taz-Artikel, dass halt diese ganzen... weißt du, Joe Rogan selber ist vielleicht kein Nazi, aber er bietet Nazis eine Plattform. Und du denkst so, keine Ahnung, ich
Ken Jebsen hat das mal ganz gut gesagt. Er hat gesagt, hätte er zur Zeit von Hitler ein Interview mit ihm bekommen, hätte er auf jeden Fall ein Interview mit Hitler geführt, weil es fucking interessant ist, die Möglichkeit zu haben, ihn besser verstehen zu können oder kennenzulernen und ihm Fragen zu stellen. So, deswegen, natürlich kann man sich mit Leuten austauschen und am selben Tisch sitzen, denen man nicht zustimmt. Vielleicht sogar radikal nicht zustimmt, aber ist vielleicht schon mal ein Gewinn, wenn man am gleichen Tisch sitzt. Natürlich. Dann bekriegt man sich schon mal nicht und ja. Und das Interessante ist, wir könnten aus der einen Ecke so ziemlich jeden als Interviewgast bekommen und aus der anderen Ecke aber niemanden. Ja? Und wenn du mal so Pro-Kontra machen willst, wenn du sagst, okay, du lädst jetzt mal jemanden krassen ein und brauchst dann aber auch den Gegenpol, damit dir das nicht selber um die Ohren fliegt. Du kriegst nie jemanden und weiß ich nicht, wie viele Leute wir schon auch eingeladen haben, die das eben ganz anders sehen als wir. Ja, weil wir ja immer proklamieren, wir wollen die Debatte und die Diskussion und bla. Wir kriegen es selber nicht hin, was aber gar nicht an uns liegt. Wir versuchen es tatsächlich. Und viele, klar kann man dann im Endeffekt sagen, die trauen sich halt nicht. Wahrscheinlich ist es so. Ja, aber das ist ja schon, spricht ja schon Bände über diese Seite auch ein bisschen, findest du nicht? Ich glaube, das spricht auch Bände über Debattenkultur in Deutschland im Allgemeinen. Also wir haben halt so etwas nicht besonders ausgeprägt. Wenn du zum Beispiel mit Amerika vergleichst, die haben ja schon in der Schule so Pro-Kontra-Diskussionen. Das heißt, da wird ein Austausch von Ideen schon in der Schule irgendwie gelehrt. Ja, also dass man mit unterschiedlichen Meinungen, du musst auch manchmal eine Meinung präsentieren, die du gar nicht selber hast. Verstehen die Deutschen nicht. Genau. Und das ist halt, und klar, Amerika ist auch sehr polarisiert, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber irgendwie schaffen die es trotzdem, eine andere Diskussionskultur zu haben. Und sogar so manche richtig Hardcore-Liberals würden trotzdem behaupten, dass das First Amendment, also Freedom of Speech, Meinungsfreiheit, sehr wichtig ist. Ein paar Hardcore-Lefties wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, eine ganz große Masse in Amerika, die breite Masse, würde ich sagen, über beide Lager hinweg, sagte, der erste Artikel in unserer Verfassung ist wichtig. Mhm. Und allein diese Anerkennung unterscheidet das amerikanische, also auch Debattenkultur, fundamental von unserem. Weil hier einfach, man sagt, ja, Meinungsfreiheit, okay, aber. Da wird sofort eingeschränkt. Und dann fangen wir an mit Hate Speech, mit man darf den Staat nicht delegitimieren. Und ich so, ja, warum denn nicht? Du es darfst gibt ja hassen. Gesetze. Ja, genau. Und die Gesetze, die wir haben, wenngleich ich da wahrscheinlich eine andere Meinung zu habe, aber die kann ich anerkennen, das stört mich nicht. Das ist in Ordnung. Aber alles, was dann darüber hinauskommt und da draufgelegt muss wird, auch, sein. Auch diese Vorwürfe, Delegitimierung des Staates, natürlich darfst du den Staat delegitimieren. Willst du mich verarschen? Wo kommen wir denn hin, wenn nicht? Oder Hate Speech. Ja, du darfst hassen. Ja, es tut mir leid. Es ist so in unserer Gesellschaft, dass man das darf. Und wir haben ja auch Gesetze wegen hier Diffamierung, Beleidigung, Morddrohungen. Das ist ja alles schon da. Ja. Das heißt, weil eben gerne das Argument genommen wird, ne, dass es so gefährlich ist, so im Internet und so weiter und so fort. Und diese, ich weiß nicht, vielleicht hat einer von euch da irgendwie eine Idee, aber dieses Argument auch, dass Hate Speech im Netz zu realer Gewalt auf der Straße führt, halte ich wirklich für sehr, sehr gewagt. Das erinnert mich an dieses Killerspiele-Argument. Und da bin ich bin da offen, wenn mich jemand davon change my mind, ja? Wenn mich jemand vom Gegenteil überzeugen kann, bin ich da wirklich offen. Und ich weiß auch, dass die Gesprächskultur im Internet echt rau ist manchmal. Da will ich gar nicht dagegen reden. Aber dass das als Ursache und dann die Wirkung ist, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Nehmen wir mal an, da gäbe es eine Kausalität, dass über Medien das so geframed wird. Dann sind doch aber nicht Hasskommentare auf Telegram und Facebook das Problem, sondern das, was auf Netflix und Co. kommt. Weil das ist ja Hass und Mord und Totschlag in Reinstform. Du meinst jetzt die Filme und so weiter? Ja, aber ich meine, da kann man ja nicht sagen, ich werde durch einen Hasskommentar auf Facebook aufgehetzt. Ja, aber auf irgendeine Netflix-Serie, wo ja schon oben jetzt mittlerweile fast egal, was du anklickst, steht oben derber Sprachgebrauch, Alkoholkonsum, Tabakkonsum, derbe Sprache. So, das heißt, du hast fast kein Medienprodukt mehr, wo das nicht der Fall ist. Also wenn man die Debatte aufmacht mit Hasskommentare, überträgt sich auf die Straße, dann muss man die Debatte erstmal ganz woanders führen. Ich meine, 12-Jährige können sich an den Computer setzen und Pornoseiten angucken. Ja? Und natürlich auch jegliche Gewalt, wenn sie den Link dazu haben. Und das völlig auch unzensiert und so weiter. Ja? Aber wenn sich jemand auf Facebook hier über die Regierung aufregt, das ist dann ein Problem für die Gesellschaft. Ja. Ja? Also die Debatten werden an der völlig falschen Stelle geführt. Vor allem, wir haben Hate Speech schon längst. Ich meine, geh mal auf Twitter. Twitter ist ein Hochburg für Hate Speech. Nur es wird halt nicht als Hate Speech deklariert, weil es halt von den Linken kommt. Es ist halt einfach so. Ich meine, die dürfen da einfach schreiben, ja, Ungeimpfte sind Sozialschädlinge und so ein Scheiß. Ja. Oder diese Sarah Bosetti sagt dann sind der Blinddarm der Gesellschaft. Wo ich mir denke so, Mann, Bitch, du hast hier literally gerade einen KZ-Arzt zitiert. Ja? Und das ist einfach so.
Das, was ist das denn? Natürlich ist das Hate Speech und so. Soll man sie deswegen verbieten? Nee, ne, sollte erlaubt sein. Das ist halt auch so eine Sache, mich ärgert so, das, mich ärgert es auch, wenn sich, Leute sind ja offensichtlich immer so krass von dem Böhmermann angetriggert, ne? Hm. Und ich denke mir auch manchmal, Wayne, wen interessiert das, was der sagt? Ich weiß, er hat eine große Audience, hat ein krasses Produktionsteam. Wir sprechen ja darüber, dass das einfach, der macht eine krasse Show. Aber es ist mir so scheißegal, wen der beleidigt, was der soll, er ruhig. Ja. Weil ich da wirklich, da stehe ich dazu. Wenn dann alle. Aber dann auch wirklich alle dürfen dann so reden, wie er auch klar, redet. Natürlich, ja, natürlich. Und das ist halt, ich glaube, die Leute sollten einfach weniger aufpassen, was sie sagen mittlerweile. Wobei ich schon auch finde, also guter Spruch eigentlich. Ich will da auch nochmal auf ein super Projekt hinweisen, dieses ich-habe-mitgemacht.de finde ich extrem wichtig, weil... auch von Burkhard Müller-Ulrich. Burkhard Müller-Ulrich, also eine Seite, in der man einfach nur einen Link einschicken kann zu einem Zeitungsartikel, wo irgendein Politiker, Wissenschaftler, Medienmacher was gesagt hat in den letzten 2,5 Jahren. Eben genau solche Sachen. Ungeimpfte sind der Blinddarm der Gesellschaft. Wo? Und dann natürlich, was sagt der Mainstream dazu? Das sei irgendwie ein Online-Pranger. Aber ich denke mir, sorry. Ich hab's gesagt. Es gibt keine Mainstream-Pranger. Genau. Sowas gibt's nicht. Da ist noch nicht mal ein großes Team dahinter. Es gibt nur eine redaktionelle Aufarbeitung insofern, dass gecheckt wird, ob tatsächlich das Zitat stimmt, zuordnenbar ist und dass es sich vielleicht nicht doppelt. Und dann gibt's halt eine Verschlagwortung, dass du auch nur Karl Lauterbach eingeben kannst. Und dann kommen jetzt mittlerweile natürlich schon 15 Zitate, weil der Mann nun mal um Gottes Namen so viel schlimme Dinge gesagt hat in den letzten 2,5 Jahren. Also es ist nur eine Sammlung und keine redaktionelle Bearbeitung. Genau, es ist ja noch nicht mal irgendwie ein Ranking oder irgendwie so mit Farben, so das ist der schlimmste Hetzer der Welt, irgendwie so der Corona-Zeit. Es wird einfach gesammelt, damit es festgehalten ist. Genau. Ja. Und dass das diese, genau, aber dass diese Dinge, ja, es sollte kein Pranger sein, aber es sollte nicht in Vergessenheit geraten, weil ich glaube, viele Leute wären jetzt schon wieder im Juni 2022 geschockt, was mehrheitstauglich gesagt wurde vor noch 9 Monaten, ja, noch einem halben Jahr. Auf jeden Fall. Ja. Meinst du echt? Ja, also dieses... Man vergisst so schnell. Ja, man so vergisst schnell. So schnell. Ja. Ich vergesse ja auch selber. Ich blende das irgendwie... Ich glaube, viele Leute, wenn du den nochmal so gedanklich so hochholst, was 2G eigentlich bedeutet hat, denken mittlerweile so, oh, schon, okay, das war schon irgendwie so an der Grenze zur... Ich würde sagen, es ist Impfapartheid, aber manche Leute würden vielleicht dann zumindest merken, dass der Begriff nicht so weit weg ist, weil du wurdest aufgrund deiner biologischen Eigenschaften, wenn du so willst, ob du gespritzt warst oder nicht, nicht in den fucking öffentlichen Raum gelassen. So. Und das war so geisteskrank und... Ja, hoffentlich kommt es nie wieder, muss ich echt sagen. Ja, es ist literally Faschismus. Ich würde auch sagen, es ist... Ja, also, ist das. Ich weiß auch nicht, um diesen Begriff wird sich dann immer so gestritten. Klar kann man drüber streiten, aber ich meine, irgendwo muss man dann halt mal sagen, okay, die und die Tendenzen sind irgendwie die gleichen und lassen sich fast schon schablonenartig übertragen und aufeinanderlegen. Dann kann man es irgendwann vielleicht auch zumindest vergleichen. Gleichsetzen, hast du auch schon vorhin gesagt, kann man sowieso gar nichts, weil es eine andere Zeit ist und so. Ja. Vergleichen sollte man es vielleicht auch schon. Auch da, ich finde, da können sich die Deutschen auch so ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen, was dieses, so, diese Vergleiche. Ja, und natürlich, das ist doch ganz, come on, just look at it. Es ist doch offensichtlich, dass es da Parallelen gibt, ja. Immer dieses, so, aber das ist doch Holocaust. Boah, Digga, ich habe nicht den Holocaust verglichen, sondern ich habe damit, wie es angefangen hat, verglichen. Und da gibt's, es hat ja nicht, ist ja nicht so, dass irgendwie... Dass Hitler an die Macht kam und 2 Tage später war Holocaust. Nee, es hat ein paar Stunden gedauert, bis es. Gab es auch eine Vorgeschichte? Ja, es gab eine Vorgeschichte so. Und nur weil das jetzt nicht darin gemündet ist oder noch nicht oder wer weiß, was noch alles kommt oder auch nicht. Ja, aber immer dieses. Oh Mann, man kann das gar nicht vergleichen, man darf das nicht vergleichen. So, es wird immer gesagt, wir sollen aus der Geschichte lernen und dann, wenn es Zeit ist, aus der Geschichte zu lernen, dann haben alle einen Stock im Arsch. Das ist doch Quatsch. So, guck doch hin. Es liegt so offen. Und genau deswegen reagieren die auch so giftig darauf, weil es stimmt. Würde es nicht stimmen, würde diesen ganzen Hardcore-Linken nicht die Galle hochkommen, wenn du diesen Vergleich machst, weil etwas in ihnen weiß genau, dass das stimmt. Und das darf aber einfach nicht sein. Es darf nicht sein, deswegen reagieren die so giftig. Wir sind schon in fortgeschrittener Zeit, deswegen würde ich abschließende Fragen stellen. Nikolai, du tourst, wo kann man dich wann demnächst bis Ende des Jahres vielleicht, erzähl mal, wo kann man dich erleben? Also ich glaube einmal Hannover, dann noch in Nürnberg, dann noch in Ulm und Frankfurt wahrscheinlich auch noch. Ist noch nicht sicher, bis in der Schwebe. Wird vielleicht noch gecancelt? Ja, je nachdem, hier und da wird bestimmt mal gucken. Wo kann man sich informieren? Nikolai Binner.de, Instagram Nikolai Binner, Telegram Nikolai Binner
Und genau, ansonsten einfach den Verfassungsschutz anrufen, die wissen auch alle Daten. Die wissen Bescheid. Oder hier unten in der Videobeschreibung ist es mit verlinkt. Genau. Jasmin, Aaron, ab wann kann man euch wo hören? Genau. Genau, vielleicht erstmal das Superprojekt Kontrafunk, also das Radio, die Stimme der Vernunft wird der Kontrafunk auch genannt. Also ein 24-Stunden-Radio, 7 Tage die Woche mit super Gästen, Diskussionen, Lesungen und News. Sowie auch Podcasts, wovon Die Beichte, unser Podcast, einer sein wird, geht am 21. Juni an den Start. Und unsere erste Sendung gibt es am 27. Juni. Das ist vielleicht so ein bisschen unser Output, unsere Eigenwerbung. Außerdem verweise ich natürlich auf Jasmins Kanal, der heißt Jasmin Kosebeck. Ich bin überall unter Jasmin Kosebeck zu finden. YouTube, wer keinen Bock auf YouTube hat, findet mich unter Odyssee. Auch eine tolle Plattform. Ja, ich arbeite für die, deswegen das hier nur mal also offengelegt. Und uns findet ihr sonst auf Kontrafunk. Das ist Digitalradio, also müsstet ihr das online irgendwie abrufen können. Und unsere Sendung, Die Beichte, ab 20 Uhr am Montag, ab dem 27. Juli. Ja, ist richtig. Genau. Ja, wollte gerade sagen, 24/7 tatsächlich. Mhm. Ja. Genau, also wahrscheinlich so in dieser toten Zeit von irgendwie 0 bis 5 auch irgendwie mit musikalischer Untermalung eher. Aber insgesamt tatsächlich ja, ganzen Tag Programm. Und mit Nachrichten, alles drum und dran. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Viele exklusive Gäste oder auch Programme. Ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt. Und vereint auch so ein bisschen von den verschiedenen Bubbles, das Wort ist, glaube ich, jetzt auch mehr als genug gefallen, von links über konservativ und liberal, bringt es auch einfach eine tolle Mischung so zusammen an Content-Creatern. Oh Gott, das kann nicht der Abschluss, das kann nicht das letzte Wort sein. Willst du noch deine OnlyFans verlinken hier irgendwo? Ja. Ja, wir sind ja alle Content-Creator und mehr von Nikolai Binner, Jasmin Kosebeck und Aaron Mohrhaff in den Links hier unter dem Video. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal.